Imieren. Ich kann einfach komplett TS ausmachen. So, wir sind live. Was sind wir? Live. Was sind wir? Wollte ich doch nur. Event. Sieht sehr schön aus. Ich sehe es halt gerade nicht. Ich habe den Chat gepop-outet. Haben wir jetzt echt zweimal Schnee? Wir haben zweimal Schnee, ja. Oh, geil. Lass mich das eben auch aufmachen, das wird sehen. Echt zweimal Schnee. Worth. Look. Oh mein Gott, das sieht super aus. Ich finde, wir lassen das so. Ja. Schnee any So. percent. 3 Stunden lang war das, ne? Schaffe ich. Easy. So, wurde mal das erste Game reinladen. Kriegen wir einen Countdown? Du kannst doch das mal das Game reinladen, da ist am Anfang eh noch Story. Muss ja die Story durchlesen. Vielleicht steht da irgendwas Interessantes drin. Ich glaube nicht. Meinst du? Ah, ich weiß nicht, bezweifle es. The Legend of Morales, long ago in the distant time, in the time when waste jungle, bla bla bla. Wird's interessant. Okay, wenn ihr soweit seid, sagt einfach Bescheid, dann kann ich einen Countdown starten. Nee, jetzt gucke ich noch Story. Ah, okay. Ist wichtig, sowas. Total. Okay, die Story ist stinklangweilig. Also so richtig stinklangweilig. Ich weiß nicht, ich habe gerade nicht aufgepasst. So, mit viel Festes vorne, ne? Ex. Kann losgehen? Ja, von mir aus kann Bereit? losgehen. 3, 2, 1, go! Bei mir hat das Ding nicht wieder gestartet. Ich hab vergessen, mein Fenster zu klicken. Oh Mann. Oh, ich glaube, dann fangen wir noch mal von vorne an, Nee, Boris. ist nicht so tragisch, passt schon. Okay. Oh yeah. Ich sammle Affen ein und ich weiß nicht wozu. Na, dann viel Glück. Also wie gesagt, das Spiel kenne ich jetzt nicht wirklich. Vom Namen her ja, aber ich habe selber nie gespielt. Das ist eins der wenigen Masters dem Spiel, die ich nicht kenne. Okay. Ich möchte nur anmerken, dass das Button-Mashing von Festes hört. Ja. Und das ist super. What the fuck, man? Ich glaube, mein Controller ist gerade futsch. Störbildsimulator, genau. Ah, Peste scheint ein paar technische Probleme zu haben. Ich Das glaube, ist ein ich glaube, den Zwischenstand, den spare ich mir jetzt mal. Das macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Peste muss spielen, genau. Dafür habe ich eben die ganze Zeit gezockt. Was ist das denn? Du sollst nicht den Emulator kaputt machen? Das Wow, ist wow, wow! Schon. Wow, 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 wow! Ich bin vollkommen verwirrt. So. Mensch, Amazone, was zur Hölle? Oh cool, ich kann auch Lava stehen. Auch nicht. What? Okay. Ich gehe vielleicht erstmal den Ober garantiert. Einfach weil ich hier rumprobiere. Ha! Das sieht ziemlich schwer aus, das Spiel. Ich muss sagen, die Steuerung ist an sich relativ smooth. Gott verdammt. Nur dein Gameplay nicht so wirklich. Ja, das ist, glaube ich, so das Problem. Gerade. Aber so wird's wenigstens interessanter. Zur Hölle. Best race ever, genau wie Boogie. Pretty much.
bist du... Warte! Alter, ich will diese Todesamazonen. Ich bin's auch gut, weil meine Gegner haben irgendwie so das Riesenschwert und ich habe irgendwie so ein kleines Bunsenmesser. Die sehen doch alle gleich aus. Ja, irgendwie schon. Affe, Leben? Kein Leben. Also wenn es nach Anschlägen pro Minute geht, ist Pestes weit vorne, so wie so das klingt. Sorry, mechanische Tastatur. Ist echt dein Corolla gefrittet? Ja. Nice. Ich hätte echt nicht vorher testen sollen. Wenn das schön mittendrin passiert. Okay, ja, gut, ist jetzt auch halbwegs mittendrin passiert. Wenn du das jetzt verlierst, hast du eine Ausrede. Wenn du gewinnst, ist umso besser, ne? Ja. Ist umso mehr an. Also, ich könnte das Chateau nicht spielen. What is this game? Siehst du doch, wir spielen Danan und wir sind der Jungle Fighter. Genau. Warum wir das Welt, tun, keine Ahnung. Weltbekanntes Spiel. Und wo ist denn Jungle bitte? Also ich bin hier irgendwie, keine Ahnung, bei so einem Tempel oder so abgelandet. Oh, Messer. Mehr. Cool. Weißt du, das ist so collecting stuff, pressing buttons, don't know what I do. Ich mag das. Das war jetzt cool. Oh shit. New. Du musst mal hier Pause machen und da hast du irgendwie Tiere, die du rufen kannst. Ich weiß nicht, was sie genau tun, aber mein komisches Gürteltier ist gerade weggerollt. Ja, mein Gürteltier hat mal einen auf Sonic oder so. Chat, ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Das ist so, zum Endboss, würde ich mal sagen. Der Typ gut. Am Anfang hat irgendwas davon gesagt, dass wir ein Messer finden müssen, aber wir haben ja schon eins. Game over. hat man echt nur ein Leben? Oder habe ich da jetzt bei dir was verpasst gerade? Ja. Nice. Kann ja lustig werden. Ja, komm hier. Immer. Aber so vom Stil her gefällt mir das ehrlich gesagt. Das hat so ein bisschen was von Metroid ohne die wichtigen Items, sondern wirklich nur ja, du hast halt echt nur Basics. Und ich muss gestehen, die Steuerung ist echt legit. Also ich habe schon schlimmeren Kram gespürt. Okay. Oh, du kannst halt blocken. GG. In der Game 2.0 hoffentlich nicht. Mir macht gerade der Timer da oben Angst, weil irgendwie tickt der runter und ich weiß nicht, was das soll. Ich habe eine ganz gute Vorstellung davon, was das soll. Ich glaube, für dich war es das dann auch gleich. Okay. Ich glaube, ich habe das, was ich haben will. Muss ich mir nur wieder den komischen Faktor-Propheten zurück. Ja, genau. Ich schmeiß mir die Gegner direkt ins Gesicht. Damage Boost. Ehrlich, die Affen, die man findet. Das kann ich glaube, die füllen deine Tierpower, glaube ich, auf. Ah, so. Ich habe noch ein Leben. Das ist gut. Läuft. Yay. Leben. What the? Aber in Sachen Leben nehmt ihr euch im Moment beide nicht viel. 15 bei New. Und 11 bei Pestes. Also ihr seid beide ein bisschen in Gefahr gerade. Oh, und er soll mal nicht ein anderes Knife finden. Alles klar. Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Wo ging es denn hier hoch? Da hoch. Ich bin total unschuldig. Das ist cool! Jetzt gleich ist wissen, was cool? Passiert, wenn die Zeit abläuft. Pestes fliegt erstmal ein bisschen durch die Gegend. Hey, cool, Hex. Nein, ich hab meinen Adler gerufen. Voll legit. Und ich hab Leben. Ja.
kann meine Zeit doch gerade ab. Das ist halt super. Hier lässt sich aber sehr schwer sagen, wer nun vorne liegt, weil irgendwie... Das ist natürlich cool mit dem Timer. Ja. Ja gut, jetzt lässt sich gut sagen, wer vorne liegt. Festes. Du verlierst anscheinend deine Items nicht. Wenn Game Over ist, verlierst du deine Items. Von eben alles wieder einsammeln. Oh, es gibt zusätzliche Zeit, die man finden kann. Nice. Ah ja, ich sehe auch gerade. 30 Sekunden waren's. Ach, das bringt gar nichts, dass ich mich jetzt gerade rüber gecheatet habe, außer dass ich sterb. Cool. Du, was hast du hier noch ausgewählt? Ich weiß es nicht. Alter, what the fuck ist das shit? Oh, ich hab die Strats. Ich hab die Strats. Oh yeah. Das ist bestimmt so ein Spiel so im Stile von Another World. Wenn man genau weiß, wo man hin muss, hat man es ein paar Minuten durch. Sucht schon. Wir schaffen das. I believe. You has done it. Ah. Mich flammt der gegen Spielauswahl. Ja, tue ich. Und? Achso, ich kann nicht anhand. Da ist hier irgendwas? Ach ne, hier war nur der Scheiß. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie Real Life. Frauen, die dich anspringen, wird es erstmal konkret in den Bauch gestochen. Ich glaube, ich habe irgendwas Story-Relevantes gefunden. Du holst erstmal deinen Dolch raus. Ja, genau, du holst erstmal deinen Dolch raus. Oh mein Gott. Ich dachte auch, ich habe irgendwas. Was, du hast einen Boss gefunden? Ja, der konnte mit Blitzen schießen. Er hätte ihn nicht finden dürfen. Ich glaube auch nicht. Ja, hier. Ich suche halt immer noch den komischen Dagger hier. Der ist doch ganz oben im Tempel da. Als kleine Info für die Zuschauer, Neo liegt wieder vorne. Echt ganz gut. Captain Obvious und da war ich da eben schon. Hab ich den nicht eingesammelt, warte mal. Na, leg mich. Das ist auf meinem Mist gewachsen, ja. Kann ich bestätigen. Wow. Freut euch denn auch alle schon auf die SGDQ? Fragt Thrillix the Monstrix. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Also ich persönlich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ist mein... Oh, ich hab den Dagger hier oben gefunden, und jetzt? Oder ist das vielleicht hinter der Tussi? Nein, hier ist nur Reben. Hier sind nur Affen. Ach so, eigentlich soll man unten lang rennen, ich verstehe. Hat eine Furie. Also die Orte, an denen ihr da gerade seid, kommen mir irgendwie schon recht bekannt vor. Verstehe ich gar nicht. Das erste Mal. Na hier? Okay, hier bin ich schon. Weißt du, ich bin der fucking Todeskrieger aus der Hölle, ne? Aber wem? Ich bin so ein Vogel. Dana, the Jungle Fighter. Hat Angst vor Spinnen. Geil. Absolut typisch menschliches Verhalten, würde ich sagen. Ja. But first let me tell you that the place high in the mountains of the Amazon is a shrine where your main finds a knife of wildcat. Aha. Das ist unser Held nur so, okay. Knife of Wildcat, okay. Ich hab halt im Moment das Knife of Panther. Und da lässt er mich nicht durch ohne das Knife. Ja, GG. Ja, ist sehr gut.
Irgendwo habe ich anscheinend irgendwas übersehen. Ich lauf gerade auch so absichtlich gerade in jede Stelle rein. Ich verstehe nicht, was ich übersehen habe. Das ist so gerade mein Problem. Ey, wieso habe ich jetzt auch plötzlich auf einmal schon 55 Leben? Verstehe ich nicht. Was da passiert? Ich auch nicht. Irgendwie verstehe ich so gar nichts vom Spiel bisher. Geht mir auch so. Aber es sieht trotzdem interessant aus, muss ich sagen. Lügner. Ja, ihr habt mich erwischt. Sie vielleicht, ja. Nein, hier ist ein Stern. Keine Ahnung, was der Stern macht. Score. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Los, Affe des Todes. Oder war die falsche Taste? Los! Oh, mein Time ist refilled worden. Warum auch immer. Hast du eine Uhr gefunden? Nee, die ist abgelaufen und wird wieder aufgeführt. Ich glaube wegen, man kann maximal 100 haben übrigens bei der Zeit. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Du hattest eben Elixier bei dir im Inventar, ich denke mal. Ja, ja, ich glaube auch, dass das deshalb ist. Genau wie bei Wonderboy Monsterland. Da hattest du auch Elixiere, konntest damit wieder belebt werden. Doch, jetzt nochmal zum Boss. Ich finde halt nicht mal den ersten Boss weiß, ne? Hallo Lord Marvin. Ah, nein. In meiner Fieserblitz. Festus ist wieder beim ersten Boss. Wie kann ich nur hoch? Hoffentlich ist das der letzte Boss. Meinst du, es ist so einfach? Ich weiß nicht. Okay, da muss ich rein. Hier runter? Nee. Stirb. Das Game leckt bei den Blitzen. Super. Das war ein allgemeines Problem von den 8-Bit-Konsolen. Gerade Master System konnten halt nicht allzu viele Sprites abbilden. Oh, lass mich raten, ich kann einfach hier runterspringen. Oh, fucking really. Man darf beim Bosskampf, glaube ich, nicht mal ein Tier rufen, das ja kacken reißt. Oh, hallo Boss. Viel Spaß mit dem Boss. Game over bei Pestis. Mal sehen, wie New sich da anstellt. Stirb. Lass dich nicht ablenken. Stirb einfach. Okay. New geht ein bisschen strategischer an den Boss ran, muss ich sagen. Scheint zwar auch nicht so viel zu bringen, aber immerhin. Ja, außer man bleibt halt genau im Blitz stehen, weil man total deppert ist. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich lang muss. Das ist schon mal ein Anfang. Oh. Boss Rush. Vielleicht bringen die Sterne auch, dass man mehr Leben haben kann. Nee. Nee, ich hab halt alle eingesammelt. Und ich hab nicht mehr Leben. Weißt du, was, glaube ich, mehr Leben ist? Diese Steaks. Nee, die füllen doch auf. Hab ich gerade gegessen. Aber Punkte bringen die Sterne auch nicht. Weil New hat eben noch 0 Punkte gehabt, nachdem man Stern aufgesammelt hat. Sind das die Affen? Ich hab noch 30, jetzt hab ich 40. Ich glaube, die Affen füllen deine Tierpower auf. Also zumindest für den. Ja, das ist nämlich auch das, was Tierpower. Das ist das, was ich bisher schon so mehr oder weniger rausgefunden habe über das Spiel. Ah, okay, nach 2 Sternen kriegst du dann HP ab. Ah, okay.
hätten sie doch pro Stern 5 HP abmachen können, statt nach 2 Sternen 10 HP. Da schließt sich mir nicht ganz so die Logik dahinter. Mir auch nicht. Dieses Game ist so spannend. Das ist strange. So richtig strange. Ich find's halt total teuer, dass du bei fucking Bossen deine Tiere nicht benutzen kannst. Das ist halt total dumm. Hallo, springst du bitte mal? Seien wir erstmal froh, wenn irgendwer endlich den ersten Boss legt. Oh ja. Ach, ich glaube, die Sterne geben Erfahrungspunkte. Bei mir steht jetzt im Menü Level 3 und so viele Erfahrungspunkte. Wieso gedacht, Boss? Wäre voll cool, wenn sich nicht in mich rein teleportieren würde. Den eben wieder zum Boss. Ey. Wow. Wir haben Fortschritt. Also zumindest bei New. Yeah, I did it. I killed the fucking boss. Mal sehen, ob Pess es jetzt gleich ziehen kann. Bla bla. Stirb! Nein, ich bin tot. Alter, habt ihr noch eine Story, die mich interessiert? Danke. Holy shit. Bla bla bla. Banane, Banane, Banane. Das Geilste ist ja, dass der Boss nicht einmal eine Lebensanzeige besitzt oder so, schreibt Felix. Bam, ich hab einen Round Clear Screen. Wow. Jetzt wär's mal interessant, ob man nach dem Game Over wieder hier starten kann oder ganz von vorne anfangen muss. Natürlich, der Wilde trifft natürlich irgendeine schicke Blondine. Wie überraschend. I have the protection of a god. Mhm, mein Name ist Kratos Kappa. Gefällt das erste. Quatsch, nicht Neo. Pestis gefällt das erste Level so gut, dass das gleich nochmal macht. Klar. Bekommt man im zweiten Level mal eine neue Waffe? Also mehr als dieses, keine Ahnung, Kartoffelschälmesser? Nee, Kartoffelschälmesser all the way anscheinend. Oh, damn it. Also, aber ich hab hier. Zumindest angewöhnt, mehr als Wasser auszuschlagen. Kram. Ah, alles klar, das war das, okay. Fuck you, game. Ja, das Ding ist halt so derp. Der Soundtrack ist ultra derp. Wow, jetzt haben wir noch Terrorwespen oder was? What the f. Oh, natürlich, den Helm auch und ich kann mit meinem Messer nicht durch den Helm schlagen. You fucking what, mate? Gibt es eigentlich. Ich bin natürlich hier und da, Mann. Bestes Spiel ever. Mhm.
Gab es eigentlich geile Spiele auf dem Sega Master System außer Sonic? Oh ja, da gab es ein paar richtig geile. Golden Axe Warrior, so ein Zelda-Klon, ist zum Beispiel ein richtig gutes Spiel. Die Wonderboy-Sachen, bis auf Teil 1. Teil 1 hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Aber Wonderboy 3 besonders, Dragon's Trap. Alex Kidd natürlich. Ja, Sonic hat es ja selber schon gesagt. Ja, und so ein paar einzelne Titel. Jetzt müsste ich mal überlegen. Ich habe ein fucking Seil gefunden. Ich weiß noch nicht wofür. Du kannst bestimmt irgendwo hochklettern. Würde ich jetzt mal vermuten. Batman Returns fand ich persönlich auch ganz gut. Und The Ninja und... Ja, keine Ahnung. Also gab es schon ein paar auf alle Fälle. Darf ich erwähnen, dass es einen Ronald McDonald Titel für Sega Mega System gibt? Global Gladiators. Nee, Quatsch, nicht Global Gladiators. Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Global Gladiators waren ja die... War ja diese komische Show da, die muskelbepackte Männershow. Aber ich weiß nicht, welches du meinst. Wenn dir das erste Level schon auf dem Sack geht, wacht mal auf das zweite an. Das ist mir super ultra riesig. Oh cool, ich habe noch nicht die Fähigkeit, mich an einem Seil festzuhalten. Mein Hero besteht ja nur aus Muskeln und nicht aus Hirn. Verdient. What's this shit? Felix, mach das ruhig mal. Wenn du irgendwelche Fragen zu Master System Sachen hast, dann schreib mich einfach an. Ich kann dir da noch ein paar gute empfehlen. Keine Ahnung, wo ich hier lang gehört. Spiel ist ja nicht riesig, as fuck. Aber Pestis macht sich beim Boss diesmal ganz gut. Bisher zumindest. Kaum sag ich's, wird er wieder getroffen. Das ist so ein Reaktionsboss halt. Das eine Mal nimmt er die Arme hoch, das andere. Ich bin schon beim zweiten Boss. Oh shit. Er ist ein Garber, der Champion. Okay. Oh Mann. Da bin ich mal gespannt, ob du den jetzt First Try schaffst. Wow, was? Wow, was ist denn Matrix Shit? Ah. Pest ist leider wieder gestorben. Aber wie ich schon sagte, es sah diesmal sehr gut aus. Erste Boss noch echt easy aus. Ich jetzt der ist halt total random oder so, keine Ahnung. Ja, ja, ich sehe das schon. Vor allem, du triffst ja auch nicht wirklich, wenn er das sein komisches Schwert oder seine Sichel da rausholt. Oder zumindest nicht, ohne selber getroffen zu werden. Ja. Nur mal so eine Frage, aus welchem Jahr kommt das Spiel? Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich kann aber mal kurz nachgucken. Oh, okay. Verstehe, was Sache ist. Natürlich wird der Boss auch noch schneller, weißt du? Das Spiel ist von 91. Also eins der eher späten Titel. Einer der eher späten Titel fürs Master System.
fucking sick ist. Ich meine, grafisch sieht's ja für Master System-Verhältnisse auch schon wirklich gut aus. Also da sieht man schon, dass es schon ein bisschen später in der Lebensspanne gekommen sein muss. Das kann ja lustig werden. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir die Bestätigung, wenn man im zweiten Level stirbt, dann fängt man wieder ganz von vorne an. Oh, schön. Gefühlt kann man nicht über ihn drüber springen. Not sure. Gerade Stuff. Fleisch. So sind die noch mal verhalten, ey. So sind die Titel früher halt gewesen. Unbarmherzig? Ja, unbarmherzig. Ich erinnere mich an Comic Zone fürs Mega Drive. Das war genauso hart. Ein Leben, ein Energiebalken, der wurde im Spiel insgesamt zweimal aufgefüllt. Und du hast für. Selbst wenn du geschlagen hast, hast du Energie verloren. Das war hart. War trotzdem ein gutes Spiel, davon abgesehen. Du hast die ganze Zeit auf den Sack gekriegt, war ein gutes Spiel. Ja. Also mit Safe States geht's tatsächlich. Holy shit, okay. Das kann interessant werden. Ja. Good News, gerade beim Boss gestorben. Festes betritt den Boss gerade. Mal sehen, ob er es diesmal schafft. Das ist so Bullshit! Ach ja, stimmt. Pest ist es wieder vorne. Genau. Pest ist mir wieder am Boss, ja? Ja. Vorteil ist halt, irgendwann fängst du wenigstens an, die Level zu merken, wo was ist. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, dass du so gefrustet bist vom Spiel, dass dir selbst das dir nichts mehr bringt. Whatever. Ich mag das Spiel, ich find's super. Man merkt deine Freude auch an. Ach was, ey, mir geht's wirklich nur super, also ich hab noch meinen Spaß. Ja, das klingt, als wenn du richtig entspannt bist. Ach nee, das ist mein hier halt mechanisches Keyboard. Kann ja, ich nichts weiß ich ja. Aber klang halt so ein bisschen nach Rage. Ach was, ich rage doch nicht niemals. Ah, oh, okay. Aber wie war das? Das Game dauert eigentlich nur 50 Minuten? Auf YouTube war ein Longplay, das ging 48 Minuten. Vielleicht gibt's entweder so wenig Level oder wir stellen uns einfach nur verdammt dumm an. Was war nicht nochmal das nächste Spiel? Castle of Illusion oder Alex Kidd? Ah, okay. Ich bin für das Disney-Ding. Das ist genau das Richtige. Das ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Castle of Illusion. Und weit weniger frustrierend als das hier. Ja, sag ja. Also ich finde es jetzt nicht so frustrierend. Ich meine, keine Ahnung, wenn einmal raus ist, was du irgendwie machen musst, ist schon okay, aber. Okay. Ist schon strange. Haben die überhaupt schon was geschafft? Ich sehe immer nur das Gleiche. Ja, New war schon in Level 2. Und Star war schon beim zweiten Boss, der irgendwie 10.000 Mal härter ist als der erste. Wenn man da stirbt, dann fängt man wieder ganz von vorne an. Das hat New dann auf die harte Tour gelernt.
Früher waren die Spiele noch so gebaut, dass man zum Grinden gezwungen wurde. Naja, spiel mal Miracle Warriors. Das ist Grinden pur. Das Gefühl, wenn ich da oben den Decker aufnehme, mache ich mir Schaden. Ich habe immer noch absolut kein Gefühl, wie groß die Hitbox von denen ist, wo ja, ich dran stehen darf. Die Hitbox von dem Decker ist akkurat. Auch von den ganzen Gegnern. Kommt hinzu. Dafür entsteht auch kein Gefühl, wie die nach so rangehen muss. Ich steche einfach zu, weil die kommen ja eher auf dich zugelaufen. Abgesehen von den Bogenschützen. Das sind übrigens Bogenschützinnen, das sind irgendwelche Amazonen. Ah, nee, dafür hast du keine Beweise. Das sind haltlose Vermutungen. Und was sagt der Typ am Anfang? Haltlose Vermutungen. 1-0 würde ich sagen. Ach, fuck, okay. Ich muss aber sagen, mir macht es erstaunlich viel Spaß, euch hier zuzugucken. Also so schlecht kann das Spiel dann ja nicht sein. Okay, wenn ich jetzt gleich inzwischen das Sprite für den ersten Boss. New hat's wieder geschafft ins zweite Level. Wie gesagt, wenn er springt und diese Funken schießt, versucht die auszuweichen dann. Das Problem ist, wenn er die Funken schießt, ist das Game erstmal like lag. Pestis ist jetzt auch wieder beim Boss. Mal schauen, ob's jetzt hinhaut. Mit dem Reingeporte. Super. Aber er scheint immer, wenn er sich hinten hin teleportiert, scheint er beim nächsten Mal dann einfach nur einen Schritt weiter nach vorne zu kommen. Ja, dann geht er nur einen Schritt vor. Was das viel nerviger ist als der erste Boss? Na? Das Text gibt nach dem ersten Boss. Achso, ja. nebenbei bemerkt, das fällt mir jetzt gerade auf, beim Boss ist der Timer weg, also scheint man da unendlich viel Zeit zu haben. Er hat's geschafft. You got it? Beide sind jetzt in Level 2. Weißt du was? Ich will gar nicht mit euch spielen. Hier spielt mit meinem Affen aus der Hölle los. Oh, Quatsch. Die Taste. Los, Guten aus der... Ihr habt auch... drei Knöpfe, ne? Hat der dritte eigentlich eine Funktion? Was? Das Master System? Das Master System hatte zwei Knöpfe. Mega Drive hatte drei. Du konntest aber Mega Drive Controller am Master System anschließen. Die Anschlüsse an sich waren dieselben. Und dann hatte der dritte Knopf halt keine Funktion. Konntest sogar diese Sticks vom Atari 2600 beispielsweise anschließen. Ob es jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Sache, aber von Anschlüssen her ging das. Liebe Fliege, normalerweise tue ich dir nichts, ne? Aber wenn du hier nochmal meinst, mir genau vor mein Gesicht rumflattern zu müssen, ne? Meinst du jetzt in-game oder real-life? Nee, real-life. Ah, okay. Ja, das Problem hatte ich vorhin auch. Und was ist dein Eindruck von Level 2 bisher? Super. Gerade ist ja fast volles Leben. Super. Oh. Kann gar nicht so schlimm sein, wenn ich fast volles Leben wieder habe. Ja, je mehr Leben du hast, desto mehr kannst du beim Boss verlieren nachher.
Na, Treppe. Danke. Ach nee, Quatsch, oben war ja nix. Ich wollte gerade sagen, das, was Newda macht, sieht ziemlich solide aus, aber genau in dem Moment rennt er in die Gegner rein. Alles Damage Boosts. Ah, okay, klar. Ja, schon der Rad auf Boom. Ich glaube, das war das Seil, ne? Ja, keine Ahnung. Das ist das Seil, was du für irgendwas brauchst, was ich noch nicht gecheckt habe, wofür. Amulet of Pure. Ah, cool. Der Affe heilt dich. Der Affe heilt dich? Ja. Ja, habe ich auch gerade gesehen. So, das sag ich mir jetzt, ne? Nachdem ich gerade erstmal schön den Armadillo gewastet habe. Kenn ich ja nichts für. Vor allem habe ich es gerade erst rausgefunden. Real Life, kann man das essen? Ja, schmeckt aber scheiße. Aber die Grafik Boss. Kann man empfehlen. Das schmeckt total salty. Dass es einen Zauber gibt, um sich zu heilen. Jetzt ist das Spiel ja vollkommen lächerlich gerade. Hätte man das mal vorher gewusst. New hat es wieder zum Boss geschafft. Ich weiß nicht mal, wo der Boss ist. Ich hoffe, ich verlasse mich einfach mal darauf, der ist irgendwo rechts. Wie viel Leben hast du eigentlich, New? 100. Okay, ja. Dieser Boss, ne? Geht's doch gar nicht. Ich glaube, ich bin mein Boss, oder? Ich halte das länger aus wie du. So, ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, was man bei dem Boss machen muss, aber ich werde natürlich noch nichts verraten. Ich halte das länger aus, du kannst ruhig verraten. Testest, das, was du da machst, bringt aber nichts. Ist dir schon klar, ne? Fuck this shit. Okay, für New war's das schon wieder. Und Pestis, das sieht auch nicht so gut aus gerade. Also ich weiß jetzt zumindest schon mal, dass immer wenn er seine komischen Sterne schießt, das heißt, ich habe ihn getroffen. Was Pestes beim Boss macht, sieht an sich schon ganz gut aus. Die Novana-Mann, der wollte ja kein anderer Boss mit dem spielen, Ravi. Ein tolles Spiel. Zwischenstand New liegt vorne. Good game, I heard. Zweiter Boss, strong nerf. Ich weiß nicht, eigentlich geht das. Jetzt, wo ich weiß, was er so tut und was er kann, eigentlich, ich könnte ihn kriegen. Da habe ich mehr Probleme mit dem ersten. Ich verstehe halt nicht, was er macht. Also ich meine, er läuft zu dir zu und versucht die Wucht dabei langsam, ja, aber wie soll man ihn denn da treffen? Ja, wenn ich einen Tipp geben soll, dann sag Bescheid, ne? Also zumindest das, was in der Komplettlösung steht, kann ich da als Tipp mal geben. Gibt 4 Stages mit insgesamt 5-6 Bossen. You fucking what? Ja, okay, warte mal, jede... Das wollte ich jetzt noch nicht sagen. Holy shit. Warte mal, wie war das? Wie viele Stages mit wie vielen Bossen? 4 Stages und 5-6 Bosse. Wieso 5-6? Ja, weil ein Boss wahrscheinlich ist so, this is not my final form.
Oder ist ein optionaler? Ich wette, wenn er optional ist, finde ich ihn. Unfreiwillig. Pestis kann drüber springen? Ich bin einfach zu blöd zum drüber springen. Ja, bist du. Pestis konnte das. Nee, Level 4 hat 2 Bosse insgesamt. Ja, toll. Freude. Lass mal raten, die treffen auch beide gleichzeitig auf, ne? Das wäre so richtig wie so ein Spiel. Direkt nacheinander scheinbar. Na, das geht ja noch. Ich hab jetzt eigentlich so erwartet, da kommt Alter, zwei Game Stück und fucking what? Du bist direkt so umzingelt und einfach getötet. Könnte ja noch was dauern, ja? Ich glaube auch, das dauert noch. Jo hat es wieder zum Boss geschafft, oder fast zumindest. Ja, der ist tot. So wird. Der ist tot, easy. Dann holst du dir nicht mal den ganzen Stuff, den es gibt? Den meisten Stuff, also quasi nur das, wo ich der Meinung bin, dass ich es brauche. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht's glaube ich mittlerweile, ne? Ja, du gewöhnst dich halt dran. Nein, Boss, ich werde bei dir nicht sterben. Kannst du so vergessen, ne? Geht doch. Hexskipping! Du ist wieder in Level 2. Ich habe halt meine Strat für den ersten Boss, die funktioniert. Aber der zweite ist halt so Kopfzerbrechen. Ach, was der zweite beim ist. Beim zweiten hat Pestis einen kleinen Vorteil. Da hat er schon herausgefunden, wie es funktioniert. Ja, ist ja egal, er wird ja immer vom ersten Boss geblockt. Also bringt ihm die Strat beim zweiten nichts. Können wir zusammenspielen. Apropos, er ist wieder beim ersten Boss. Ihr seht ja den Bildschirm des anderen nicht, oder? Also ich sehe nicht. Okay. Ich sehe nur Chat. Das ist einfach viel zu viel Text, Mann. Also mal zu Pestis Verteidigung. Übrigens, Pestis hat es ins Level 2 geschafft jetzt. Mal zu seiner Verteidigung. Er spielt ja auch mit Keyboard. Da ist es ein bisschen schwieriger. Dann sag ich ja gar nichts gegen. Warum ist da eigentlich so eine Braut in rosa Rock? Ich hab keine Ahnung. Das ist so, oh, Hero, wir brauchen irgendwas Sexappeal. Schnell. Blondine, passt. Also ich würde raten, 10 Stunden sind die beiden durch. Ja, da bist du aber sehr optimistisch. Dieser Jump ist so unmachbar. Whatever. Das große Problem beim Spiel ist halt, dass man nach einem Tod sofort wieder ganz am Anfang ist. Wenn es dann wenigstens im selben Level starten würde. Da würde man sich eine ganze Menge Zeit sparen. Mir fixt ein Obstsalat wieder. So wie wir spielen, hätte es ja wahrscheinlich, keine Ahnung, auch noch eine Doktorarbeit bleiben können. Müsste ich mir auch mal wieder machen. Hat jetzt total viel mit dem Spiel zu tun, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ich denke Obstsalat. Obstsalat.
aktuell ist gerade schwer zu sagen, wer jetzt vorne liegt. Ich glaube, Mio ist ein bisschen dichter am Boss dran. Ne? Der sieht so gleich aus hier. Alles nur Hüten und ja, Stuff. Deswegen. Ja, ich bin beim Bus. Verdammt, ich auch. Ich wollte vorher nicht noch den Affen nutzen. Oh ja, seid ungefähr mit gleicher Energie reingegangen. Nio hat die Strategie auch rausgefunden. Ich hab vergessen, wo im zweiten Level der blöde Trank ist zum Wiederbeleben. Oh, ich sehe auch gerade. Okay, Nio liegt vorne. Zwischen Stand und so. Die Leiter runter. Direkt am Anfang ist eine Leiter, die geht runter. Damn. Bei Level 1 ist really? Das ja auch so. Ja. Ich vermute, das ist in Level 3 auch so. Just saying. Ja, war auch gerade so meine Vermutung. Okay, so ist der halt piss easy. Easy peasy! Tatsache, Yu hat's geschafft. Level 3. Was ist das halt? Wenn ich jetzt in Stage 3 bin, habe ich schon 50% des Spiels fertig. Seid ihr da mal nicht so sicher? In der Theorie. In der Theorie, genau. Eigentlich spiele ich auch nur auf Score. What the? Das ist ein fucking Joke, oder? Oh mein Gott! Das ist da! Das ist nicht ausreichend. Du wirst es ja auch gleich sehen. Das ist so ein Witz. Das halte ich für ein Gerücht. Oh Mann, oh. Das sieht wirklich scheiße aus. Ich kann dich beruhigen, das sieht nicht nur scheiße aus, das spielt sich auch scheiße. Sagen wir mal einfach, um Pest mal einen kleinen Tipp zu geben: Du musst dir keine Sorgen mehr um den Timer machen. Kann so ein Timer, also ein Autoscroller. Nein. What the fuck is this? Oh Gott. Gut, die Aussage mit dem Timer hat sich dann aber auch erledigt. Okay. Dafür ist die blonde Bitch da, ich verstehe. Bla bla. Ich glaube, das Game hat mehr Text gibt als Gameplay in dem Speedrun. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich muss ja noch da hoch, damit. Achso, okay, die versuchen. Okay, ich bin sehr verwirrt. Das ist unfair, die haben Schusswaffen und ich habe ein Küchenmesser. Hier bin ich, ist egal. Mindestens. Ich zitiere jetzt mal Italiener, komm mit Messer zur Schießerei. Okay, die haben... Was, Granaten? Nein! Falscher Knopf. Vollkommen falscher Knopf. Ja, schmeiß doch. Ja. Dammit. Ich vermute, ich muss nach oben, aber irgendwie... Dammit. Ja, NP, ich
Tankgranaten einfach mit dem Face, weil ich bin ja fucking... weiß ich nicht. Wirkt also Viking ist scheiß gegen mich oder so. Die machen nicht mal viel Schaden, die Granaten. Ne, die machen überhaupt so keinen Schaden, lustigerweise. Wow, wenn, okay, wenn in einem Spiel Spinnen mehr Schaden machen als Granaten, dann läuft irgendwas schief. Ja, das waren wahrscheinlich australische Spinnen. Achso, ah, okay. Okay, hier ist schon das Elixier, das ist nice. Okay. Pestis ist beim ersten Boss wieder gestorben. Neo, jetzt mach mal das Spiel hier endlich durch. Ich arbeite dran. Habt ihr es endlich ich hinter euch, oder was? Ich bin da gerade total auf dich. Ich mach Progress, ich schwör. Sag wenig. Ja, das sieht tatsächlich gut aus im Moment. Die sind fucking Ninjas und Stuff. Was zur Hölle? Warum ist hier nichts? Hä? Achso, ihr Gegner respawnt einfach. Und dann gegen die Wand zu laufen. Alter, was bist du? Bist du fucking Sonic oder was? Ah, hier ist eine Invisible Wall. Cool. Hm. Naja, aber Sonic läuft ja durch Wände. Der glitscht durch Wände, ja. Im Zweifelsfall läuft er auch durch. Neo hat 145 Leben. Also maximal Leben zumindest. Das ist Find schon nicht Hulk. Schlecht. Hulk. Oh, nächster Boss. Oh, echt. Ja, Tatsache. Bei mir ist es ja auch ein kleines bisschen verzögert immer noch. Ja, ja. Long Live the Emperor, wait, what? Heimmeister. Interessant. What? Bist du tot? Ich wünschte, ich wär's. Verdammt. Okay, weißt du, dass ich irgendwie mich gerade auf dich verlasse, ne? Ja, ja, ich arbeite dran. So, um mal kurz was zu dem Boss zu sagen, das hatte ich jetzt vorhin gerade gelesen. Er sieht hart aus, aber soll wohl der leichteste Boss im Spiel sein. Also nicht aufgeben. Ich krieg ja auch kaum Schaden bei ihm, was halt relativ lustig ist. Thrillix, genau das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. What? Treffe ich überhaupt? Das ist halt merkwürdig. Ne, ich treffe ihn im Leben. Kann auch keine Tiere rufen, okay. Ah, ich hab ihn. Nice. Okay, der ist echt easy. Oh, Glückwunsch. Dann ist Neo jetzt zum letzten Level angekommen. Oh yeah! Sie streng dich an, Festes. Ja, ich bin links unten. So viel. Ich glaube zumindest, was Leo gesagt hat, ich bin links unten. Jo, wo sind wir denn hier? Festes ist auch gerade im Bosskampf, allerdings beim ersten. Mal sehen, ob er es diesmal schafft. Oh, der Affen.
Pestis hat es mal wieder in Level 2 geschafft. Immerhin. Hier ist nichts. Jetzt beginnt die Aufholjagd. Ach fuck, das hier war das Level mit 2 Bossen, ne? Ja, je nach Auslegung könnte man auch sagen 3 Bosse. Aha. So viel sei schon mal gesagt. Das ist schon mal gut, ihr macht eh keinen Schaden. Hier drin. Oh, wow, was? Ich hab jetzt echt zufällig schon den nächsten Boss gefunden, you fucking what? Okay. Das Level sah auch nicht allzu lang aus, so von der Komplettlösung her gesehen, von der Beschreibung. Okay. Okay, anscheinend bin ich da nicht bei dem Boss. Der Typ saß ja einfach nur rum und wollte mich zulauern. Okay. Nein, das ist stopp, 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 okay. Stopp. Diese Plattformen sind auch toll. Einmal rauf und schon fallen sie runter. Das ist halt auch wirklich was machen dagegen. Pixel Jump, das ist der Wahnsinn. Die sind so fuck. Wow, was? Okay. Jetzt aber Boss, ja? Ja, sieht zumindest danach aus. Ja, ein Stab mit einem Totenkopf. Zumindest soll das, glaube ich, einen Totenkopf darstellen. Okay, er verschwindet einfach. Wow, wow, wow. Ach so, ja klar. Für mich sieht das eher aus wie so ein Mushroom. So ein Super Mario Pilz. Was auch denn? Wow. Das klingt so strange. Das klingt so strange. Tja, Boss, hast du so gedacht? Fucking Elixier. Mhm. In your face. Na, vielleicht ist das Rennen sogar gleich vorbei. Wer weiß. It's really? Hier? Ja, hier gab's einen Dagger. Weil setzt keiner lustig hier. Ja, wenn man jetzt noch reagieren könnte. Ich schwör, dieser Boss geht mir gerade auf den Piss, ey. Das glaube ich dir. Komm halt runter! Das ist gerade bei Level, bei dem Level 2 Boss. Ach, du hattest noch ein Elixier? Ja, natürlich. Gut. Also ich bin hier unvorbereitet? Das gibt's nicht, okay. Die Strike funktioniert so, das ist wie voll gay. Oh nein! Ah, jetzt sieht Pestis auch mal, was wir von meinten. Was? Dem Unterwasser.
Ja, das ist cool, ne? Was zur Hölle? Und Mew hat den Boss gerade besiegt. Jetzt wird's nochmal interessant. Ah, okay. Hallo Flammen. Fucking what? Achso. Da kann man doch nicht mal wirklich ausweichen bei den Flammen. Das sieht so falsch aus, ne? Er kniet rücklings zu dir und du stehst mit dem Dolch zu. Cool. Diese Symbolkraft dahinter. Ich habe den Decker auf Light. Was zur Hölle? Eben war ich im Dschungel, dann irgendwie so eine Bergmap und jetzt bin ich in, was weiß ich, im Mega Man gelandet? In dem Nazi-U-Boot. Ach, das soll ein U-Boot darstellen, sehr schön. Das escalated quickly, Mädels. Oh Gott. Oh Gott. DPS-Wiz! Wow, das ist ein Safe-Spot. You fucking kidding me? Nein! Nein! Oh nein! Ich hab eine Idee. Pestes liegt übrigens wieder vorne. Wollte ich mal so anmerken. Im Moment noch, ja. Strange. Aber Neo hat schon mal bis zum finalen Boss geschafft. Ach ja, das war der beste Boss ever, schreibt Trillix. Oh ja. Ja, das Ding ist, hätte ich bei dem Boss davor nicht alle meine Elixiere gewastet, wäre alles okay gewesen. Mhm. Egal, ich weiß jetzt, wo ich die Elixiere herkriege. Ja, das ist das Problem mit dem Spiel. Du musst es halt erstmal lernen. Du musst alles wenigstens einmal gesehen haben und dann hast du auch eine Chance, da einigermaßen heil durchzukommen. Nochmal den ganzen Dreck. Ja, ich... Ei 3. Festus ist jetzt beim Level 3 Boss. Festus auch jetzt. Ich hoffe, dann haben wir uns nämlich hinter uns. Ich bin dafür, dass halt nie wieder ein Spiel aus. Wenn du beim fucking Endboss stirbst und dann halt wieder ganz von vorne anfangen musst. Oh mein Gott. Ihr könnt ja mal Indiana Jones and the Last Crusade Run machen. Sind auch nur 4 Level. Das Spiel ist so scheiße. Also das ist, glaube ich, so ziemlich das schlechteste Master Team Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ja, das Ding ist, diesmal nehme ich auch den kleinen Scheiß mit. Das ist alles aus dazu, wo dieses E.T.-Game rausgekommen ist, oder? Nee, das E.T.-Game, das war schon vorher. Das war 82 oder 83? Ich glaube 82. Well? Was soll ich denn jetzt hier gegen den Fliegerfuzzi machen? Warten, bis er runterkommt. Ja, das, was du gemacht hast, war schon korrekt. Ach was, damit trifft man ihn wirklich? Ja. Das sieht nicht danach aus. Ja, das hatte ich auch gedacht. Es sieht total strange aus, aber du triffst ihn damit. Und wie gesagt, das soll halt der leichteste Boss im Spiel sein und ich glaube, das stimmt auch tatsächlich. Und ja. Ich denke mal, Neo kannst du mehr oder weniger bestätigen. Ja, der war halt pretty easy. Also du kannst den Granaten von ihm halt super easy ausweichen. Der ist sehr einfach, der Typ. Verstörend, aber einfach. Ja, er hat ihn auch gerade besiegt. So, jetzt ist Pest des letzten Level. Viel Erfolg. Arrgh. Ja, nie. Ach, wir haben einen Funk-Host. Berauschend. Cool. Was? Danke wirklich? Auch mal von mir, Funk. Dann sehen mich ja viel zu viele Menschen. Jetzt werde ich nervös. Dann würde ich im letzten Level nervös werden. Spiel das Spiel durch. Mach keinen Scheiß. Aktuell 56 Zuschauer. Du musst nur das Seil kaputt brennen. Ich muss nur irgendwo erstmal das Elixier finden. Da unten ist garantiert Elixier.
Maypolt, meinst du den, der da die ganze Zeit oben lang fliegt und dann die Feuerbälle da schießt oder Feuerstrahlen oder was auch immer? Die Blitzlaser. Oder Blitzlaser, ja. Ich bin so schlecht in Entscheidung treffen. Chat links oder rechts? Was meinst du? Hast du jetzt echt den Chat gefragt, wo du lang gehen sollst? You fucking ach, das meinst du? Ich kann mich nie entscheiden. Ich brauch bei sowas Hilfe. Aber der Chat weiß ja, wo es lang geht. Das heißt, die können ja auch das sagen, wo ich lang gehen soll, das andere, damit man das auch mal gesehen hat. Oh, oder mir so, doch Wumpe. Ja. Hauptsache, die entscheiden. Ich bin so schlecht in Entscheidung treffen. Kann jemand nicht mal was sagen jetzt? Ach, der Typ, der da gekniet hat, das, den meintest du, Maple? Ja, das ist definitiv der Beste. Worth, was ein geiles Gebiet. Ja, weißt jetzt wenigstens, wo du lang gehen solltest. Ja, zum Endboss. Ja. Dieses Spiel ist viel zu... Gut. Ich weiß nicht, ich habe nach einem anderen Wort gesucht. Ausgereift. Leicht. Na, theoretisch, also jetzt, wo man weiß, dass man sich mit dem Affen heilen kann, geht's eigentlich. Macht's ja, einfacher, ne? Ja. Und Yu hat den ersten Boss gelegt. Welchen Boss? Meinst du den Trash-Mob hier? Ja, genau. Das ist inzwischen echt einfach nur noch Trash. Ja, sag das mal Pestis. Kriegst du den ersten immer nicht hin? Nö, also der mag mich nicht. Und ich mag Idioten-Strat in die Mitte stellen und nach dem Porten zu ihm hinspringen. Weil wenn er den Blitz macht, springst du eh zu ihm hin und bist weg. Und wenn er den Feuerball macht, springst du immer den Feuerball. Okay. Werde ich vielleicht irgendwann nochmal ausprobieren. Ich hoffe es nicht. Warum nicht? Ich glaube, Yu hofft es auch nicht. Der Chat hofft es auch nicht. Ich glaube, die wollen auch das nächste Spiel langsam sehen. Wir spielen da gerade mal erst eine Stunde. Ihr seid da rumholen, ey. Wir spielen das Spiel hier bis 12. Pestis macht genau dasselbe, was Neo auch gemacht hatte. bei der Leiter, wo der die beiden Schussdinger links und rechts sind. Ja. Erstmal ein paar Mal probieren, so zu klettern und dann die Dinger erledigen. Ja, das Ding ist halt, du brauchst halt nicht, dass du die triffst, weil dann, ne, du stehst mit deinem Decker ja nur in Hüfthöhe zu. Ja. So sein Decker. Ist es schon so spät für diese Witze? Oh ja, ist es. Es ist nach 22 Uhr, es ist Zeit. Also darf ich endlich normal werden. Ja. Also jetzt seid ihr verpflichtet. Seid ihr verpflichtet, solche Witze zu bringen um die Uhrzeit. Oh. Meine Lieblings. Oh mein Gott, ich hab so lange. Ich nail die Jumps langsam. Ich lebe halt schon die Framerate des Spiels. Ein Boss gefunden. Ah, glaube ich. Na dann viel Spaß. Ich schwöre, diese Killerwespen, ne? Aha. Der ist auch nicht gerade schwer. Also wenn ja, so wie du das jetzt machst, nein! Geht das eigentlich. Jetzt vielleicht einfach total kompliziert gemacht, traue ich mir zu. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür das Seil ist. Um einen abzuseilen. Ich glaube, das ist dieses Amulet of Beer. Oder Beer. Hier. Ach, das ist ein Amulett? Ja. Mal dran stellen. Also zumindest hast du im Menü so ein Ding. Fliegt der irgendwie über tiefer? Ach, das ist das Amulett des Bären. Eis. Genau. Was das genau bewirkt, kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Vielleicht irgendwie mehr Widerstandsfähigkeit oder so.
Also quasi eine Rüstung, wenn du es so willst. Maybe. Sollte mehr Button smashen. Ich hab was der Blödsinn hier soll. Das ist der Blödsinn, okay. Ja, whatever. Könntest du bitte weggehen? Ah, ich hätte gar nicht da geatmet. Was Pestes da macht, sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich würde echt mal gerne einen Speedrun davon sehen. Ich glaube, das ist unglaublich spannend. Ich glaube, ein Speedrun ist einfach nur Execution. Ja, glaube ich auch, aber die würde ich mir gerne angucken. Ups. Hier drin. Okay, hier drin war das wieder Update. War ja klar. So. Den. So. Entschuldigung, ich muss den mit einem Satz abbrechen, weil hier wieder ein LKW lang gefahren ist. Shit, der muss jetzt mal den Boss machen. Okay, Pestis hat es bis zum finalen Boss geschafft. Echt? Ja. Warum spoilerst du mich? Entschuldigung. Spoiler. Genau so habe ich mir den Boss vorgestellt. Genau so. Und New ist mein erster Gedanke war ja, well, that escalated quickly. Und das war die Blondine anscheinend das Vieh ist. Okay, das war's dann auch schon wieder. Game over. Du bist jetzt echt beim Endboss Game over gegangen? Jupp. Yep. Ich hatte keine Dinge-Tickets mehr. Ich gebe dir mal einen Tipp für den fliegenden Rechter. Geh unter ihn durch und warte, bis er runterkommt. Und spam den einfach hier nur zupieksen. Sophie, da kann ich nichts für. Mein Controller hat sich soeben verabschiedet. Und ich muss jetzt halt auf einer mechanischen Tastatur spielen. Ich bin mir relativ sicher, ich hätte die Keybindings etwas besser vergeben können. Vermutlich. Dann gib doch zu, du willst das Spiel durchspielen, damit du deinen Controller fixen kannst. Hä, was? Wieso Controller fixen? Ich habe jetzt einfach gedacht, ich mache den Rest des Abends mit hier Tastatur und komischen Binding spielen. Mir ist ja egal. Okay, und Mio hat's wieder ins Level 3 geschafft. Sofort losschwimmen wie ein Profi. Das sah eben schon fast nach Speedrun aus. Ich hab wieder kein Aber, weil ich vergessen hab, den neu zu setzen in Mumble. Weil ich den jedes Mal neu setzen muss. Das Finishing des Stages hat was von Contra. Und nicht mal eben close. Blondine, ich weiß, dass du... Kann ich dich einfach die Blondine jetzt schon erstechen und... Nein, schade, das ist nicht Two Worlds. Gottverdammt. Ich hab gerade durch zwei festgestellt, wie mein Gegner dies unten ist. Indem du den Affen rufst. Nee, nee.
Bruno, hast du den Weg gemerkt zum Boss? Grob, ja. Das Ding ist, ich will halt. Warte eigentlich noch. Ach ne, hier war nichts. Ich hätte gern das Elixier noch mitgenommen, aber ich find's gerade nicht. Okay. Was war hier? Ne, das war der Boss. Well. Ja, da fehlen mir jetzt auch die drei Schatztruhen noch, ne? War das unglaublich gut von mir. Unglaublich. Dieser Boss ist so unnötig. Der zweite oder der dritte? Oder der erste? Der dritte. Achso. Die zweite Phase vom dritten, um genau zu sein. Ah, die, keine Ahnung, Granaten aus den Schultern. Ja. Gedöns. Genau. Was auch immer mich da gerade getroffen hat. Eine Fliege. Ein Moskito. Nein, ja, ich lande halt immer in der Explosion, die so den letzten Fixloch im Screen ist, weißt du? Ich hatte bisher noch gar nicht drauf geachtet, aber füllt sich die Energie eigentlich nach jedem Level auf? Ja, tut sie. Ja, okay. T-Bag! T-Bag kriegt den Cyborg! Okay. Also weckt schon deine Mama, alles klar. So, New ist wieder in Level 4. Mal sehen, vielleicht schafft das ja diesmal. Ich habe auf jeden Fall schon mal das Elixier gefunden, durch puren Zufall, was super gut ist. Ah, okay. Das ist gut. Wie viele Elixiere hast du jetzt? Weißt du das? 3. Im Kopf? Ah, okay. Diese Wetten. Diese Wespen die sind der Hornissen. Ja, ja. Das wollte ich, du kannst sie halt nicht treffen. Du musst halt springen. Das ist. Ach ja. Was zur Hölle ist das für ein Screen? Jetzt mal no joke, Alter. Das ist ein Witz. Holy fuck, Carino. Oh ja. Ja, okay. Da bist du vorhin nicht gewesen. Nee, war ich auch nicht. Aber ich muss direkt hoch. Oh, ich kann einfach hochdrücken. Alles klar. Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Na, ich bin eben oben den Weg gegangen. Der ist sogar einfacher, den ich gerade gegangen bin. Wenn man weiß, was man da tun muss, dann auf jeden Fall. Nix lang. Na, hier. Ach ne, hier war nur der Typ dran. Obwohl, Power-Ups. Bestes ist wieder beim Level 2 Boss. Ich weiß nicht, die Hitbox ist meiner Meinung nach immer noch extrem random. Ja. Bei Level 2 auf jeden Fall. Ja. Bestes, ich glaube, hat das. Was? Du siehst ihn gerade? Ausgezeichnet. Nee. Aber ich bin auf dem Weg und ich glaube, was ich lang muss.
Und ich habe 3 Extriere und ich habe genug Power für den Affen. Ist eigentlich hier recht? Das klingt, ich habe genug Power für den Affen. Bitte was? Ah, dieses Spiel ist so super. Oh. Ich habe jetzt gerade bei New auf dem Bildschirm geguckt. Das ist auch gut so. Also New liegt vorne, wollte ich nur mal erwähnt haben. Mal wieder. Langsam wird der Gag auch alt, ne? Naja, wird irgendwie nicht besser. Wenigstens was ich gerade hier mache, wird auch nicht besser. Ja. Okay, nehmen wir mal, ich hab nicht genug Power von Affen. Was ist hier eigentlich rechts? Gegner. Ist hier drin? Typen, die nichts können. Und Affen. Hab gehört, du bist das jetzt Speedrun. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm als Speedrun. Nee, wenn man weiß, was man zu tun hat, was man wo zu tun hat vor allem, ja. Ich glaube, dann geht das eigentlich. Bla 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 bla. Mich verstört langsam dieser Soundtrack. Den finde ich langsam auch relativ verstörend, gebe ich zu. Sophie fragt, Dio gewinnt. The fuck? The fuck? Entschuldigung. Wenn, dann muss ich es ja richtig aussprechen. Was New da eben gemacht hat, sah auch nicht schlecht aus. Das war das, was das Pestes von auch schon gemacht hat. Was denn? Ja, was so ein bisschen hinterm Boss immer langrennen. Bei diesem Geflügelten, der da rumschießt. Ach so, ja. Der ist easy. Ja, wenn man weiß wie, dann scheint er wirklich ziemlich einfach zu sein. Das einzige Problem ist, irgendwann wird man abgelenkt oder langweilt ein und dann passt du nicht mehr auf, wann er runterfliegt. Ja. Das hat mich ja nicht ein Elixier gekostet. Ich verliere jetzt einfach kein Elixier bei dem und nutze dann den Endboss. Oh ja. Das ist ein Plan. Einfach ranstellen und nur auch zuschlagen. Könnte das tatsächlich funktionieren. Das war gegen Ende meine Idee. Ich empfehle dabei auch noch das Bücken. Und ja, du kannst dich während du bückst auch angreifen. Ja, dabei auch. Alter, komm als runter, ich schwör, dieser Boss, ne? Er ist einfach nur dumm. Oh, regt er mich gerade auf. Ja, weil er gerade einfach meint, nicht runterzukommen. Er schwebt jetzt halt 3 Jahre da oben rum und meint, oh. Schöne Luft hier oben. Kleiner Pisser. Ja klar, und jetzt kommst du direkt. Ah. Oh Mann. Ja, 2 Hits bevor er gestorben ist, ist klar. Wenigstens gibt's hier Food. Ja, Endboss ist sehr wahrscheinlich tot. Ich habe jetzt noch 2 Elixiere. Wenn ich das jetzt mit 2 Elixieren verkackt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich hab gerade noch gesehen, dass beide gleichzeitig gestorben sind bei Pestis. Der erste Boss und er selber. Nice. Ich habe euch nur auch beide gleichzeitig am Boden fliegen sehen eben. Kann auch nicht jeder. Oh, das ist schon mal eine Leistung. Final Boss Zeit. Wer weiß, vielleicht kommt da noch so, es ist noch nicht minus Final Form. Oh Gott. Dann drehe ich, glaube ich, vollkommen durch. dann noch mal alle Bosse am Stück machen. Dann kommt der Endboss. Der spannendste Boss ever. Oh ja. War's das? War das echt der letzte Boss und ich bin fertig? Sieht zumindest gut aus im Moment. Blinkt ein bisschen schneller, blondes Weib. Holy shit. Ich bin ja dafür, das nächste Mal
bei dem Format wählt irgendeine dritte Person die Games aus und kann dann beurteilen, ob man das spielen könnte. I did it. Es ist vorbei. Ja. Also sieht nice. Sehr nach, ja, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, sieht zumindest sehr nach Abspann aus und in dem Moment kam The End. Ja, sieht so nach Abspann aus, weißt du, so keine Credits. Niemand möchte mit diesem Game in Verbindung gebracht werden. Einfach nur The End. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass Festes durch ist. Nein. Ich warte auf den Timer, dass wir irgendwas anderes machen. Okay. Ja, jetzt kommt wieder der Vorspann bei New. Na dann, erstmal Glückwunsch an New. Für The Reload, ja. Hab leider den finalen Schlag nicht gesehen. Hast nichts verpasst, ich hab quasi in einem Safe-Spot gestanden und hab die Taste gespammt. Du hast erst davon, wo in die Welt geht und da, ich hau dich gleich, du Arsch! Aber beide haben es zumindest bis zum letzten Boss einmal geschafft. Mindestens einmal. New, gleich zweimal. Was ein Scheißspiel. Ich wollte gerade fragen, was ist eure Einschätzung vom Spiel? An sich ist das Game cool. Das ist nur dieses, weißt du, dass du keine Checkpunkte hast, nervt. Sonst ist das Game eigentlich relativ legit. Oh, okay. Oh, aber Fakt ist, ich muss pinkeln. Die Waffenauswahl ist auch nicht gerade geil. Ja, die Waffenauswahl ist der Hammer, ne? So, entweder das Pinkeln gehen. Dann kannst du ja noch versuchen, das Spiel zu schaffen, Kappa. Erfahren. So, und wollte ich schon mal ankündigen, was als nächstes kommt? Ich meine, es wurde ja vorhin schon mal erwähnt. Oder habt ihr euch da jetzt doch nochmal umentschieden? Naja, das merke ich auch gerade, Flix. Naja, aber Neo ist ja gerade nicht da und Festus will ja seine Ehre noch ein bisschen retten hier. Nee, nicht wirklich. Ne? Okay. Die habe ich vor circa einer halben Stunde schon verloren. Ah, okay. Naja, aber wie gesagt, du hast dich ja auch gut geschlagen. Du hast es ja auch bis zum finalen Boss geschafft. Beim ersten Mal ist Neo da ja auch gestorben und ich denke mal, beim zweiten Mal hättest du das dann auch geschafft. Nicht so, wie ich hier durchrenne. Ja, du hast halt beim ersten Boss ziemlich viele Probleme immer gehabt. Die habe ich immer noch. Hä? Danke. Aber beim zweiten Boss hast du schneller die richtige Strategie gefunden als Neo. Immerhin. Und beim ersten Boss des vierten Levels, da dieser fliegende Laser-Typ irgendwas... Da sah deine Strategie auch deutlich besser aus als die von Neo. Scheiß drauf, irgendwas zu töten. Durchrennen ist viel besser. Ich weiß halt nicht, ob es fürs Töten auch Erfahrungspunkte gibt. Du hast ja im Menü Erfahrungspunkte-Anzeige. Verdacht drückst unten links. Was machen wir danach Bestes? Erzähl. Castle? Willst du danach Castle machen? Okay. Also ich kann's auf jeden Fall empfehlen. Castle of Illusion. Ist ein echt schönes Spiel. Und bei weitem, also deutlich angenehmer als Danan. Aber Danan ist voll OP. OP wie keine Ahnung was. Mit seinem kleinen Küchenmesser. Das sind zumindest schon mal mehr Waffen als Mickey Mouse hat.
Ey, Mickey Mouse hat da ein Zaubertuch. Da kommt da wohl mal gar nichts dran. Nein, nicht in dem Spiel. Ach echt? Moment, mehr Waffen als wir gerade hatten. Wir hatten gerade genau eine Waffe. Das müssen wir erklären, in diesem Spiel ist überhaupt keine Waffen. Richtig. God damn it. Ach, da läuft es ja schon bei New. Ach, wir dürfen wechseln? Ja. Eigentlich schon die ganze Zeit. Ach, Gott sei Dank. Ne, ich darf ja nicht vorher das Spiel so antesten. Weil wäre doof, der hat ja so irgendwie so einen Vorteil. Naja, angetestet hat New das jetzt auch noch nicht. Also zumindest nicht im Stream. Ich hoffe mal vorher dann auch nicht. Ja. Ich habe halt eben einmal alle durchgeladen, um zu gucken, ob alles funktioniert, aber. Ah, okay. Mir sieht man echt ein bisschen kürre. Wenn ihr beide soweit seid, dann sagt einfach Bescheid, ne? Das Startbutton. Ihr sollt nicht viel Start. Oh, kannst du auch noch auswählen. Practice oder Normal, okay. Ja, Practice, da hast halt die ersten drei Level in stark verkürzter Form. Also das kriegst du im Grunde in 10 Minuten durch. Also ich würde dann schon Normal empfehlen, natürlich. Okay. Pestis, du kannst schon mal auf Start drücken. Dann geht das Spiel noch nicht direkt los. Nicht Start drücken, drück deinen Sprungbutton. Ich habe gerade auch gedrückt und habe mich gewundert, warum nichts funktioniert hat. Ja, das ist ja der Startbutton in dem Fall. Master Steam Controller hatte ja nur zwei. Ach so. Dann spielen wir normal. So, genau, Practice. Normal. Hm? Ja. Wie gesagt, Practice sind nur die ersten drei Levels in stark verkürzter Form. Und Normal ist jetzt auch nicht schwer oder so. Gut, wenn ihr beide soweit seid, starte ich einen Countdown. Ja. My body's ready. Dann schon mal viel Glück an beide. 3, 2, 1, go. Moin, Foxinator. Hallo, Foxinator. Was meinen die überhaupt? Fest ist schon von den Türen überfordert. Hochdrücken. Ah, noch länger hochdrücken. Ah! Mal sehen, wer zuerst rausfindet, wie man hier attackiert. Oh, das war schon wieder bei Pestis. Cool. Das ging schnell. Also wenn ich euch die Steuerung erklären soll, dann sagt Bescheid, ne? Ich will jetzt nur hier nicht spoilern oder irgendwelche Tipps geben, wenn sie noch nicht erwünscht sind. Das Ding ist halt, Steuerung dieses Spiels ist so fucking schwammig im Gegensatz zu dem von gerade eben. Ja, okay. Das war auch gerade mein Problem, deswegen bin ich auch so einen kleinen Abgang gemacht. Ah, okay. Ja, ich habe jetzt auch schon... Ich bin gleich gerne auf RPG. Oh, weia. Er lässt es halt echt hart mit der Steuerung umzugewöhnen, ey. Ah, Pestis hat schon was rausgefunden. Dann werde ich es jetzt nicht mehr verraten, sonst wäre es ein unfairer Vorteil. Okay. Das war super. Ach, bist du gerade gestorben? Ja. Yeah. Ah, okay. Ich hatte gerade bei New auf dem Bildschirm geguckt, deswegen. Ah, okay, I see what I need to do here. Na, das nicht. Ja, hier ist das Gefühl, ich müsste da oben längs. Kein Plan, wie ich da hochkommen soll. Oh, ups. Aha!
Aber wie nehme ich die Steine hier hoch? Weiß ich schon. Mhm. Mal sehen, ob Neo das auch rauskriegt. Alles klar. Ah, okay. Neo hat's herausgefunden. Wow, natürlich fallen da Steine von der Decke. Fucking Jumpscares. ihr könnt mit diesem Sprung auch auf Gegner rauf, ne? Also mit diesem Springen und Attackierenden. Das nochmal so am Rande. Yay, genau, respawn hey. Einfach. Neo steht vor seinem ersten Rätsel. Mal sehen, ob er das gelöst bekommt. Nein, weil ich natürlich in den Abgrund springe, weil ich die Pro bin. Oh, wow. Game over. Na easy, ich hab 8 Continuous, alles ist gut. Ich glaube, du hast so ein Endlich Continuous. Ich glaube, das war nur der Countdown dafür. Okay. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Ich hab, weiß ich wie lange, den Continue-Bildschirm hier nicht gesehen. Den Spiel. Kenn ich meinen Continue-Bildschirm. Was ein Anfänger. Warum möchtest du nicht mitkommen? Ich hab eine Idee. What the... Ach. Du meinst Spiel jetzt, sorry, oh, never. Die Frage ist auch, welches Zorro du meinst. Meinst du das Tolle, was wir auf ESA gesehen haben? Boss, fuck this game. Wo ist Rocky und Pocky? Sehe ich jetzt erst. Ich bin zu blöd, eine Pflanze zu töten. Super! Pflanze 1, Mickey Mouse 0, würde ich sagen. Ja. Okay, Rutschpartie macht doch nicht so Laune. Sah aber schick aus. Das wollen wir dir lassen. Ja, Gott. Was macht Neo da? I don't get it. Okay. Muss doch hier irgendwie auf die andere Seite. Ja. Du bist da auch schon richtig. So ist es nur nicht. Ich sollte aufhören zu spoilern, beziehungsweise Tipps zu geben. Fällt mir gerade auf. So dumm. Ah, endlich. Was? Ja, natürlich, klar. Mhm.
Frage am Rande, bringen die Münzen irgendwas? Score hat was von DuckTales, ja, tatsächlich. Hat so ein bisschen was von dem alten DuckTales. Nee, das alte DuckTales war besser zu steuern, nicht so schwammig. Ja, das auf jeden Fall. Da muss ich dir recht geben. Das ist quasi, ja, sagen wir mal, die Sega-Antwort auf DuckTales. Beeindruckend finde ich ja, mit welcher Freude er irgendwelche Tiere und sonstiges zermatscht. Das ist doch sehr aufbauend, dass das Kinder gespielt haben. Ja. Hat einer von euch das HD Remaster gespielt von Tesla Fusion? Nee. Oh, freu dich schon mal auf bewegende Plattformen. Das ist ja dämlich. Ich hab nur das HD Remaster von DuckTales gespielt. Ah, okay. Zählt das? In dem Falle nicht, aber von der Qualität her sind sie in etwa identisch. Okay. Wieso das DuckTales HD Remaster getönt war doch gar nicht mal so scheiße. Das klang so negativ gerade. Was ich gesagt habe, meinst du? Ja, das klang so negativ behaftet. Nee, das war nicht negativ gemeint. Das sind beides richtig gute Spiele und auch gute Remakes. Ist halt gerade hier bei Castle of Illusion, finde ich, sehr interessant, wie sie in dem Remaster-Ding... What? Was war das denn? Das war mein Achso, okay. Nee, ist sehr interessant zu sehen, wie sie in dem Remaster-Ding die Level halt neu interpretiert haben. Okay, ich verstehe, was Sache ist. Was ist das Beste an dem Spiel, das? Mit Checkpunkte. Ja, die sind durchaus positiv. Hat super geklappt. Ah, beide sind beim Boss übrigens. Na gut. Oh, Checkpoint, geil. Boah, natürlich. Also ich werde halt unfassbar. Die cheatet doch. Ja. Aber was, kannst du nicht mal entscheiden, was du tust? Hast du mir auf den Sack gehen? Die Steuerung. Krass auf. Okay. Vielleicht hättet ihr doch mal den Practice-Mode spielen sollen. Aber wie gesagt, den hat man in 10 Minuten oder so durch. Das Ding ist halt, es ist halt echt so krass schwammig. Mhm. Ja, also da muss ich dir recht geben. Die Steuerung ist tatsächlich ein bisschen schwammig in dem Spiel. Bisschen aber man leicht untertrieben, ne? Ja, ein bisschen ist leicht untertrieben. Okay. Aber ich finde, man gewöhnt sich recht schnell dran. Das sagt der Speedrunner. Naja, Speedrunner nicht, aber... Man liegt vielleicht auch tatsächlich daran, dass ich mit dieser Art von Spielen halt ein bisschen Erfahrung habe. Und allgemein mit dem Master System, da ist das ja nicht das einzige schwammige Spiel. Was würde es eigentlich zu anderen Türen zu gehen? Andere Level. Oh, andere Level. Scheinbar Autoscroller-Level. Trillix fragt gerade, wie steht ihr eigentlich zum Tod von Nintendo-Präsident Satoru Iwata? Also ich finde es sehr schade. Weil er ist nun mal eine der wichtigsten aktuellen Menschen in der Videospielszene gewesen. Also ich mach zweimal den gleichen Fehler. Prinzipiell schon mal sympathisch, was bei mir relativ selten vorkommt. Okay. Warum mache ich das jetzt, dass das Ballsy... Oh mein Gott, war das Ballsy! Ich bin so dumm. Oh Mann. Okay, aber Pestis war gerade auch nicht viel cleverer.
sogar fast dieselbe Situation. Als man es gehört hat, ja, ich habe mir echt gegen den Kopf geschlagen. Ah, okay. Ja, okay, das ist ein Ding. Nimm das doch bitte auf. Dankeschön. Guck mir auch mal hier die in der Mitte an. Nur mal so zur Info. Ne? Das sind noch die einfacheren Level. Hey, es gibt mehr wie drei? Oh ja. You fucking kidding me? Nein! Warum finde ich diesen Boss so schwer? Was geht? Gibt's da irgendeinen Secret-Trick zu? What the fuck? Nicht wirklich. Also, du kannst, während er da so rumwirbelt, kannst du auch mit diesem Sprung auf ihm landen. Ja, das weiß ich. Das ist nicht mein Problem. Das Problem ist halt, ich komme überhaupt nicht zu ihm, weil das... Man zu lange braucht, um Anschwung zu holen. Ja, und je näher du halt dran stehst, desto geringer ist dein Fenster zum Ausweichen halt. Also was bei dem Boss hilft, ziemlich nah dran stehen und dann im richtigen Moment springen, sodass man über alle drei Dinger gleichzeitig rüberspringt. Ja, oder man macht wie ich, springt und wird dann einfach von beiden Blättern mit, weil anscheinend ignoriert der Boss ja, dass man unverwundbar ist. Zur Not kannst du ja mal eins von einem anderen Level erstmal ausprobieren. Ja, genau so meinte ich das, wie du das eben gemacht hast, Neo. Das ist wieder das andere Problem. Boah, ich hab viel Leben plötzlich. Das ist cool. Dieser Boss ist dämlich, sorry. Er ist einfach nur dämlich. Okay. Oder die Steuerung ist dämlich, keine Ahnung, eins von beiden. Yeah, für ein Coin. Geil. Wow. Kann man nicht wieder, Danan spüren? Nein. Also was ich euch wirklich empfehlen kann für so ein Race, ist tatsächlich das allererste Sonic fürs Master System. Das eignet sich gut für sowas. Das ist jetzt auch nicht, weiß ich, wie schwer. Gut, das habe ich bei Mickey Mouse auch gesagt. Sonic, ist das Sonic the Hedgehog 1 gewesen? Ja, aber nicht die Mega Drive-Version. Und die Master System-Version unterscheidet sich schon ziemlich stark von der Mega Drive-Version. Echt? Was waren noch die Unterschiede? Die Level sind größtenteils zumindest ganz anders gemacht. Also ja. Green Hill Zone gibt's natürlich und Scrap Rain Zone gibt es auch. Marble aber... Zone? Ach nee, wie hieß das? Nee, die gibt's nicht. Marble, hm? Nee, die gibt's zum Beispiel nicht. Nee. Wie ist die Unterwasserwelt nochmal? Die gibt's halt auch auf Master System, aber auch das Level-Design ist ein ganz anderes. Ich glaube, eine Unterwasserwelt in Sonic? Really? Ja. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung bei der Mega Drive-Version? Weil mir fällt gerade keiner ein. Doch, also ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß nur jetzt aus dem Kopf gerade nicht, ob das wirklich Sonic 1 war. Ja. Schwurm. Dieser Boss, ey. Mio verzweifelt bei Boss. Das ist der Wahnsinn. Der ist einfach unschaffbar, Mann. Dann Kinder wahrscheinlich ihren Sega zerbissen bei, ey. Ja, natürlich. Plötzlich ist der Sprung zu kurz, weil ich habe ja keinen Anlauf genommen. Ah, aber die Strategie jetzt sieht doch ganz gut aus. Bei Neo. I did it! Fucking fucktag, Boss fucktag. Oh, nein, endlich. Fackel die fuck fuck. Dann warten ja jetzt auf dich nur noch Level.
What the fuck is this? Fucking Candyland oder was? Angst. Das Spielzeugland. Mhm, natürlich, Spiel natürlich. Ganz klar. Keine Sorge, das Pest ist auch mehr als einmal passiert. Das ist so stupid. Das ist, oh, guck mal, ich bin an der Konsole, ich hab Momentum. Ah, just kidding. Tja, genau. Nein! Ich hasse diesen schwammigen Kack. Nee, ich fail auch extrem, aber... Na, natürlich. Respawnt ja alles. Warum auch nicht? Oh, Pestis hat schon 4 Energiesterne. Dings. Fucking Cheater. Also nicht, dass es ihm irgendwas bringt, aber... Nö. Der war einfach zu finden. Gibt es in jedem Level so ein Ding? Ich glaube ja, aber es gibt halt maximal 5. Also du kannst halt maximal 5 benutzen. Gut, alles also andere ist dann... ich den aus dem ersten Level schon mal nicht. Alter. Woher hattest du den jetzt? Aus dem Spielzeuglevel? Das sag ich dir nicht. Geht gar nichts an. Okay. Ah, Hilfe. Ja, what? Natürlich, ich bin da hochgeklappt, sure. Oh, das war schon der Fail. Sehr interessant, mal bei jemandem zu sehen, der es wirklich blind spielt. Ja. Damn it. What the? Ich will Kuchen. Ich will ganz viel Kuchen. Yes, Kuchen. Was, ein komplettes Kuchen gibt nur 2 Health? So ein Scheiß. Naja, besser als gar nichts, ne? Ja, aber wenn nur ein Stück Kuchen 1 bringt, ein ganzer Kuchen, wenn du 2... Ich weiß nicht. What? Also just saying... Ja? Seifenblasen sind Arschbomben, sicher? Oh, ja. Da hat jetzt eigentlich die miese Lache noch von dir mit dem Jahr gefehlt. Von mir oder was meinst du jetzt? Von dir. Okay. Zitat, das ist so unschaffbar. Nein, New hat's geschafft. Ja, aber das ist unschaffbar. Ich habe auch Dark geschafft, das war auch unschaffbar. Ach, das stimmt auch wieder. Wer ist denn vorne? Moment. Ja, New. Ne? Er hat ja schon einen Boss besiegt. Ich habe dafür mehr Leben. Hast du auch nicht mehr. Nee. Fucking Sonic Boom-Affen, wirklich? Ha, ersten besiegt. Easy. Okay. Also von der Anzahl der besiegten Bossen seid ihr jetzt dann wieder gleich auf.
Ah, okay. Aber vor ein paar Minuten noch sagen, dass es unschaffbar. Genau so sieht's aus. Ja, natürlich. Mobs können dann in der Luft springen, wo ich runterfalle. Warte. Inkonsistenter Bullshit. Hat das mit den scheiß roten Dingern deutlich auf sich? Natürlich, und die sind Game, really? You fucking kidding me? Da hat's dich mal getrollt. Bist du mal ein Dark Souls? Oh, ja, natürlich, weil ich kann ja auch... Nein, jetzt falle ich da nach dir in Flugzeuge. Moment, die beiden Blöcke sind das so. Whatever. Lucky Luke? Das ist natürlich ärgerlich. Believe me, you will kotz. That's stupid as shit. Ach, war eher darauf bezogen, dass Mickey keinen Schatten hat. Ah, okay. Ich hab ein Leben gefunden. Yay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du ein Leben gesehen hast in dem Spiel, ne? Ja. Ich glaub nicht, dass es intended war, aber okay. Ja, sicher. Ja, und das mit Momentum Jump. You fucking what? Oh man. Ach ja, und jetzt falle ich runter, weil er den Input gefressen hat. Nice. Ja, wenigstens ist das kein Abgrund im Sinne von, du bist tot. Noch nicht. In späteren Leveln ist es einfach. RC Cox schreibt gerade, ich habe dieses Spiel früher gehasst und geliebt. Das war damals so mega schwer. Ich glaube, das könnt ihr gerade ein bisschen nachvollziehen. Nee, ist voll einfach, ey. Mach ich mit links. Hallo Metal Sonic. Ich hasse die Stelle. Wait, what? Jetzt passe ich nicht mal mehr auf, was ich tue. Sehr gut. Ich verstehe nicht, was das Spiel gerade von mir will, was? Weißt du, ich nehme mir den Autoscroller. Okay. Ah, okay. Ja, das ist die Master System Variante. Forest of Illusion. Wir werden das heute sind einfach die bescheuertsten. Physics der Welt! Verdammt. Wir werden heute auch grundsätzlich nur Master System Sachen gespielt. Willst du mich verarschen? Halt dich da oben doch fest. Sag mal, du scheiß aus, du fucking Drunk-Robot. nice. So eine Game-Mechanik, die ich hier verpasst? Eigentlich nicht. Ja, ich kann mich nicht festhalten. Hm. Ach, geht nicht, cool. Ich könnte von hier schon hochspringen, das Nein. geht nicht. Dann ist das also eine Illusion, dann muss es der hier sein. Ja, gut. You, spielst du mit Controller? Ja, ich spiele mit Controller. Okay. Weil mit Tastatur hat man ja manchmal das Problem, dass, dass du nur eine begrenzte Anzahl an Sachen gleichzeitig nehmen kannst. Nee, ich spiele mit Controller. Okay. Ja, das ist sehr nett.
Sag mal, Spiel, willst du mich eigentlich verarschen? Ich schieb das alles auf das, was du gerade gesagt hast. Ich bin so unglaublich schlecht bei zu wenig Inputs. Mhm. Ah, okay. Ich hätte das eigentlich alles hier perfekt gespielt. Mhm. Nur Tastatur nimmt das nicht wahr. First Try World Record, ne? Ja, natürlich. Und so weiter. Ich rieche doch schon Rage Quit. Mal sehen, wann der kommt. Hm. Aber die Remastered ist gut gelungen. Ja, das war vorhin auch gerade Thema. Also die Remastered-Version von Castle of Illusion und von DuckTales. Die sind beide wirklich gut gelungen. Fuck das zweite leider, Mann. Das ist der pure Shit. Ah, dann freu dich auf das dritte. Das ist auch toll. Vor allem für jeden Speedrunner ist das garantiert. Das hat New so gerade angefangen. Ja. Meine Figur macht eigentlich das, was sie soll. Ist nice. Schieb's auch auf Inputs. Ich hab mich halt echt in einem Frame bewegt, wo ich mich, glaube ich, nicht bewegen sollte. Ah. Was? Hätte es aufheben sollen. Alter, das Level wird mein Nemesis, aber sowas von. Wieso? Fucking schwammige Scheiße plus Scroll. DuckTape, Awuhu, okay. Das lasse ich jetzt mal kommentiert. Ja, DuckTape geschrieben. Das ist jetzt eher mehr so Rape-mäßig dann, ne? Ja. DuckTape. Macht aus jedem Nein, Nein, Nein ein sinnliches. Zum Glück ist es nach 22 Uhr. Ja. Das war ein schwammiges Game. Schwammige Steuerung plus schiefe Kammen. Ich weiß nicht. Ist irgendwie nicht so mein Ding. Hätte ich, glaube ich, nicht so umgesetzt. Kann ich beruhigen, der Autoscroller endet irgendwann. Und dann wirst du von Keksen verfolgt. Ich mag Kekse eigentlich. Du wirst sie hassen werden. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich meine, schlimmer als diese Nougat-Drops können sie ja nicht werden. Dude, das Spiel ist halt gerade zu Mega Man mutiert. Okay. Der Jump, Alter, ist so Mega Man. Ja, das ist ein fucking Mega Man Jump. Pestis hat es gleich beim ersten Mal geschafft. Nein. Zufall. Nein! Dafür wird es beim zweiten Mal dann nichts mehr. Man hört die Begeisterung richtig raus bei euch. Wahnsinn, ne? Zutiefst hier konzentriert und so. Hashtag Kindergame. Mhm. Deine Mama, ey. Ihr könnt ja im Anschluss nur so just for fun mal den Practice Mode machen. Ich hab gerade noch so gedacht, so, ey, da ist wieder so eine komische Kante, die springt hoch. Oh. Dude, wenn jetzt Münzen sind, ne? Oh, okay. Nevermind. Warte mal. Oh, ich hab das Gefühl, ich muss das Scheißteil mitnehmen. Meine Musik hört ihr gar nicht, oder? Nee, hört nur meine. Wow! Ja, dann ist ja Zeit, ne, für ein bisschen anständige Musik bei mir gleich. Bisschen Hardcore-Punk. Nein!
Wo wir beim Thema Mega Man What sind. What the fuck? You fucking kidding? Fuck shitting me? Ich musste vorhin schon so ein bisschen schmunzeln, als die Vergleiche zu Mega Man gezogen worden sind. Und ich glaube, jetzt weiß zumindest Neo warum. Ja, besonders weil ich absolut nicht check, wie. Achso. Ich absolut nicht check, ach so geht das. Es ist halt so obvious, dass du es einfach nicht verstehst. Mega Man! Genau. Also, ich würde mich jetzt sehr freuen über Mega Man für Super Nintendo. Das war doch viel zu einfach. Ich weiß nicht, also im letzten Level bin ich sehr oft gestorben. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr ans letzte Level erinnern. Ist Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Bin auch der Meinung, es gibt mehrere Mega Mans für Super Nintendo, oder? Ja, gibt es gerade. Ja, die Mega Man X-Reihe, die hatte halt auf dem Super Nintendo angefangen. War's das schon? Ja, das genau, ist schon. Der Boss ist einfach mal so. Easy peasy. Ich glaube, der erste Boss ist zumindest von diesen drei Levels am Anfang auch tatsächlich noch der schwerste. Also dieser Baum. Jetzt kommt wieder das Level, was gefühlt endlos lang ist. Festes verzweifelt an Milch und Keksen. Das ist auch mal interessant. Zu Recht. Ich habe auch nicht verstanden, wann genau springt aus der Milch raus. Das ist irgendwie ja, auch ein bisschen random, oder? Ja, damit hatte ich damals auch mal Probleme. Du musst irgendwie an der Oberfläche sein und dann nochmal springen. Aber das ist halt ziemlich schwer. Du, eigentlich musst du nur den Sprungbutton spammen und... Ich dachte, das hört man, dass ich den spamme. Ja, klar. Man hört's ganz gut. Dafür möchte ich mich nochmal aufrichtig entschuldigen, dass mein Controller flöten gegangen ist. Ach, das musst du doch nicht. Ja, schwammige Scheiße. Als ob hätte man Mickey Mouse irgendwie so einfach in Froschleim gewälzt. Metal Sonic schreibt gerade, in der Neuauflage von Mickey Mouse ist die Hexe echt mies. Er hat die Hexe echt miese Tricks drauf. Da muss ich dir recht geben. Also an dem Boss, das ganze Spiel ist eigentlich relativ einfach, aber dieser letzte Boss, der ist wirklich verdammt hart. Ja, guck, der Keks erstmal hochgerollt, ne? Würde ich auch so machen. So zerbröselt der Keks nun mal, weißt du Bescheid. Kann auch nicht schnell genug sein, um durchzulaufen. DuckTales war irgendwie viel zu einfach. DuckTales kann man nicht spielen, weil ich kenne die Speedrun-Strats von dem Game und ich kann sie auch. Metal Sonic, redest du jetzt von dem Remake von DuckTales? Okay, ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Nicht mal im Ansatz. Es will, dass du verzweifelst, glaube ich. Ja, aber das macht keinen Sinn. Eine Tafel Schokolade. Jetzt muss ich doch, klar, das macht Sinn. Ja, und wenn ich die halt... Okay, alles klar. Oh. Pestis ist jetzt auch beim Schokoladenboss. Oh, ihr habt kein Stück verstanden. Also, irgendwie macht so kein Stück. Ich verstehe die Hitbox nicht, Mann. Ohne Scheiß. Dümmste Hitbox in EU. Okay.
Das Original ist ja bockschwer. Ich finde das Original wesentlich einfacher als das Remake. Und von DuckTales? Ja. Ja. Ja, ist Ansichtssache. Also, ich fand, wenn man jetzt auf Achievements gespielt hat, fand ich das Remake verdammt schwer. Ich fand es auch casual also, extrem ätzend. Also, ich fand diese Escape-Szene okay. am Ende so fucking schwer. Okay. Die fand ich jetzt sogar ziemlich einfach. Fand den, ja, waren das? Dieser, Elliot. Das, nee, Elliot, das Kuschelmonster hieß der, glaube ich. Ne? Dieser Drache da? Den Boss fand ich ziemlich schwer. Ja. Oder allgemein dieser Drache. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Elliot gewesen sein soll. Nee, aber ich hatte bei diesem... Warte mal eben. Bin ich gerade out of bounds ein bisschen gegangen? Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Das war seltsam. Okay, ich krieg's aber nicht nochmal hin. Pestis entwickelt hier neue Speedrun-Strategien. Mit Silver Surfer, dass das bockschwer ist, darüber braucht man gar nicht reden. Silver Surfer ist einfach nur grindy as fuck. Ja. Das ist halt aus den falschen Gründen schwer. Ja. Es gibt ja dieses ja Mega Man schwer und ja Silver Surfer schwer halt. Okay. Keine Sorge, ich sterbe noch. Ja, okay. Genau so klingen Menschen, die Castlock Illusion spielen, merkt's euch. Nicht anders. Wie ich so passgenau zwischen Gegner und dran springe. Aber das sah fast professionell aus. Geil, wie ich sogar mit der Arschbombe noch eins in die Fresse kriege. Oh, ich spiel super. So, wo ist eigentlich mal die Nachtschicht? Wir brauchen so richtig, richtig dumme Sachen. Ah, natürlich bewegt er sich nach links. Ah. Oh Mann, Leo ist schon ein bisschen am Verzweifeln gerade. Das Level ist halt einfach scheiße. Warum spielst du jetzt nochmal den Wald? Continues sind aufgebraucht. Ach so, aber noch begrenzte Continues, okay. Ja. Bei Mickey Mouse sind die Levels an sich die gleichen wie bei der Mega Drive Version, allerdings halt ein bisschen anders aufgebaut teilweise, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. What game? What? Fucking shitting me? Und natürlich sieht's auf Mega Drive grafisch deutlich besser aus. Aber das ist ja verständlich. Da wird nach der Nachricht gefragt, hier bin ich. Alf, hallo. Hey Alf. Oh, Neo hat's zum nächsten Boss geschafft. Okay, der ist easy. Ja. Den fand ich zum Beispiel jetzt beim Remake ziemlich schwer, den Boss. Wenn ich mal wüsste, was mich trifft teilweise, what? Alf, hier versteckt die Katzen, Alter, jetzt wirft mich Alf. Der Quackshot war aber Mega Drive, oder? Natürlich. Tailspin. Das ist auch Mega Drive. Ich weiß es, ich hab's original hier liegen. Tailspin? Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst. Ja, ich hab's original halt hier liegen. Das ist ein verdammt cooles Spiel, muss man dazu sagen. So groß war der Stick, so groß. Ja, so ein Riesenteil. Jetzt geht das schon wieder los. Ich drück den Stick ja gerade ganz fest, ne? Ah. Neo hat nur um die Leiter hochzuklettern. Neo hat übrigens die ersten drei Level geschafft.
um mal einen kleinen Zwischenstand zu bringen. Um auf einem fucking Büroschreibtisch zu landen. Mit Flugzeugen und... Ja, whatever. Ich glaube, das sollen Bücherwürmer darstellen. Soll Bücherwürmer darstellen, so eine... Ja. Blöde Anspielung darauf wird. Das funktioniert nicht von hier. Also es gibt von Donald Duck das Lucky Dime Caper fürs Master System. Wenn du das jetzt meintest, Metal Sonic. Und noch vier Tails. Schön. Tailspin sagt mir jetzt gar nichts. Baloo der Bär. Captain Baloo und seine tollkühne Achso, das war Captain Baloo? Ja, das ist Tailspin im Original. Ah, okay. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass es ein Captain Baloo-Spiel fürs Master System gab. Auf dem Game Gear vom Mega Drive. Ah, okay. Auf dem Game Gear kann es sogar sein, dass es das gab. Es gab ein paar Game Gear-Spiele, die es fürs Master System nicht gegeben hat. Simpsons Game gab es auf dem Master System tatsächlich, das Bart vs. The Space Mutants. Ich überlege gerade, ich glaube Bart vs. The World gab es auch. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder Krusty's Funhouse? Kann auch sein. Also ganz sicher bin ich mir bei dem Bart vs. The Space Mutants, dass es das auf dem Master System gab. Wenn Buchstaben versuchen zu töten, dann solltest du definitiv die schlafen legen, ohne Witz. Oder weniger Drogen nehmen. Das klingt gerade nach ein bisschen Rage bei Festus. Nein, ich rage niemals. Die letzte Sache, die mich wirklich auf die Palme gebracht hat, hat 6 Jahre dazu gebraucht. Okay. Oh, I see. Wir sind also Physik, ja? Aber ich sollte echt aufhören, den Chat zu lesen. Das lenkt ein bisschen ab. Das ist schlimm, ne? You fucking what? Mit dem Skateboard und Part, meinst du das, wo du am Anfang die ganzen violetten Gegenstände da ausschalten musstest, also überdecken oder Farben überpinseln und so weiter. Schon, wie komme ich da jetzt hoch? What the? Natürlich. Bestimmt voll nicht intended. Simpsons Hit and Run war wirklich ein geiles Spiel. Das andere Simpsons, das Spiel habe ich leider nur kurz mal angespielt. Münzen. Und Pestis hat das drauf mit den punktgenauen Sprüngen. Ja. Yeah. Wann ist Mega Drive dran? Tun. Warum spielt Pestis ein Let's Death? Das ist eine gute Frage. Eigentlich spielt er die Sega-Version von I Wanna Be The Boshi, wir haben nur die Models vertauscht. I Wanna Be The Boshi, da weiß ich auch auswendig, das ist einfach. I Wanna Be The Mickey Mouse. Ja, das Handyspiel von Simpsons kenne ich leider gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt eins gibt. Also nicht ich muss die ganze Zeit... Städtebau-Gedöns von den Simpsons Game da. Whatever, Game. Whatever. Jetzt weiß ich wieder, woran mich die Steuerung erinnert. Na? Mega Mickey Mouse steuert. Nee, Mickey Mouse steuert sich wie Marissa in Super Mario Land. Okay. Habe ich selber leider nie gespielt. Kann ich also jetzt nicht.
Ist grausam. Bestätigen oder dementieren, okay. Ist einfach grausam, so Kartoffelsacksteuerung. Oh. Was soll ich damit? Oh, das muss ich wahrscheinlich runterschmeißen, weil ich das später brauche, wetten. Aus Kindergame. Let's fail. What? Natürlich. Das sah lustig aus. Jo. Ja, Game like Physik? No, 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 not today. Ja, der Trick dabei ist, wenn du wirklich stillstehst und so ein Gegenstand wirfst, also zumindest so ein Pot, dann stell dann einfach vor sich ab. Muss also in Bewegung sein. Du musst in Bewegung sein. So. Ja, und jetzt kann ich den Pot nicht mehr aufheben. Egal. Ich will meinen Controller wieder haben. Oh scheiße, ich hab schon Ohren von der Musik, ich muss schnell spielen. Stop this shit. Bei New ist wieder Bosszeit angesagt. Oh, du bist ja so schwer. Ja, außer du spawnst natürlich Buchstaben 10 Kilometer in der Höhe, wo kein Mensch hinspringt an. Ja, natürlich. Was? Oh, Pest ist überlaufen, das Shit. Das ist Momentum-Bullshit. Oh, bitte nicht. Wie viel AP hast du im Gegner? Okay, danke schon. Schön, wenn sich Fragen so schnell erledigen, ne? Oh, ich bin der einzige Boss in diesem Spiel, der 88 Hits aushält. Wolltest du jetzt hier gerade irgendwie Politik reinbringen? Was ist mit Ryu? Wie Lotti. Was? Ryu? Achso. Hey, ich komme auf Stegen echt nicht klar. Ich komme gerade auf gar nichts mehr klar. Pestis hat echt Probleme mit dem Level. Ich habe mit allem Probleme. Ja gut. Du darfst einfach nicht auf Schrägen Arschbomben machen. Aber Arschbomben machen so einen Spaß. Ja, but it's a fucking trap. Das merke ich auch schon. Oh, der wascht mir. Hier hab's, glaube ich, weniger Schrägen. Geh ich einfach hier hin. Yo, what? Lotti beim zweiten. Okay. Oh. Was hat New denn da geschafft? Das hab ich auch noch nicht gesehen. Geil. Okay, ich hab's wieder entbuggt, aber das sah sehr merklich aus. Infos? Was hast du gemacht? Das, sowas ähnliches wie du vorhin hattest. Als du da in der Wand plötzlich gesteckt hast. Ach, ich erinnere mich. Die guten alten Zeiten. Lang ist's her. Oh ja. Ich in den Softlock. Nil probiert's einfach mal mit Gewalt dadurch. Ich rieche den Softlock. Ich rieche hier eher Angstschweiß vor dem Level. Warum sind sie eigentlich alle Uhren stehen geblieben? Muss ich jetzt eigentlich weiter? Das Problem hatte Newfound auch in dem Level. Welches? Spielzeuglevel. Gehst du vor dem Schlüssel? Bitte was? Vor was?
Also vor der Tür, wo du den Schlüssel brauchst? Weiß nicht. Nee, er ist gerade bei dieser Lok mit den Wolken da. An der linken Seite steht ein Tank mit einem M drauf, den musst du aufsammeln. Und dann kannst du, dann setzt du den zurück und dann kannst du von da aus auf die Wolken drauf springen. Lotti New liegt gerade ziemlich deutlich vorn. Ah. Also mal zum Vergleich, New hat jetzt 4 Level geschafft, ist gerade im 5. Und Pestis, hast du jetzt überhaupt schon eins von den Leveln geschafft? Ich glaube, das erste hast du jetzt wieder geschafft, ne? Ja. Und das war's, glaube ich, auch, ne? Oder? Ja, das ist halt echt so ein Game, wo ich sag, das liegt einfach am Input-Device. Weil das ist halt so schwammig. Also in der Hinsicht gebe ich dir durchaus recht. What the fucking? Sicher, dass das ein Kinderspiel ist? Ja. Ja, warum hat das Game? Damals waren die Kinder halt noch härter. Warum hat dieses Level im Gegensatz zu allen anderen Leveln keine Checkpunkte? Ich glaube, das hat auch Checkpoints, aber die sind halt ein bisschen, also nicht ganz so großzügig verteilt wie bisher. Pestis stirbt immer für Schokolade. Oh, das würde einiges erklären. Schokolade? Wo? Oh, bin voll dabei. Für Seifenblasen übrigens auch. New macht ein Blind-Let's Play und Pestis ein Let's Show Death Scenes. Nee, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ich will einfach mal rausfinden, wo man denn überall dran sterben kann. Ah, okay. Und auf welche Arten und Weisen. Also ich habe die schönsten schon, glaube ich, rausgefunden. Zum Beispiel so einen komischen Schrägen zum Rutschen hier. Sehr gut. Darf ich Nio mal einen ganz kleinen Tipp geben? Was? Schrauben kann man auch aufheben. Das macht sich an der Stelle ganz gut. Wow. Ja, hat mich hier gebracht. Nevermind, ich hab einfach geskillt. Ausnahmsweise oh, wow. Mal. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Das sah nicht schlecht aus. Was zur Hölle ist das? Was macht man hier? Und wieso kann man da hingehen? Na. Hoppala. Yeah, für ein Coin. Worth. Der ist immer so, ne? Jetzt noch die schwammige Steuerung vom Master aus den Knochen würde noch mehr frusten. Da gebe ich dir recht. Ich habe mir jetzt kürzlich gerade wieder Master aus den geholt und ich wusste gar nicht mehr, wie schwammig dieser Controller sein kann. What the? Was soll denn der Scheiß jetzt? Wieso falle ich da einfach durch den Boden? Ach so, ja, weil das Fake-Blöcke sind. Woran erkenne ich die? Die mittleren zwei. Daran, dass du durchfällst. Aber es gibt so keine Anzeichen dafür, dass das gerade in so ein Durchfallblock ist, oder? Nee, das sind doch bisher die einzigen, die ich gefunden habe in dem Spiel. Mal raten, es respawnt, war ja klar. Metal Sonic, ja, das hat mich auch gestört, aber dass das der Pauseknopf auf der Konsole war. Ein Hochemulator. Oh, okay, I see what you did there. This game has Castle of Illusions. Ah, genau, in dem Game gibt es nur zwei Illusions. What the? Ja, ich will ja auch gar nicht da lang. Vielleicht ist das auch einfach ein ewig langer Drogentrip von Mickey.
Also ich sehe schon, Pestes größter Feind in diesem Spiel sind die Abgründe. Ja. Und schon wieder. Mal wenigstens stirbst du an der Stelle dann nicht. Hi, ich lerne das hier gerade. Spiel. Goddammit. Double Kill. Shit. Egal. Einen Try habe ich noch richtig. Nein! Du musst das ganze Scheiß noch machen. Cool. Was? Oh, armes Lottie. Oh Mann. Besonders wenn ich mich nicht verzählt habe, wäre das der letzte Hit gewesen. Boah, weißt du, wie viele Leben die Gegner haben? Hm? Boah, weißt du, wie viele Leben die Gegner haben? Weiß ich, ein Bauchgefühl. Metal Sonic, was meinst du mit Setup? Welches Setup? Manchmal hilft es, wenn man den Browser wechselt. Weiß nicht, ob es bei dir jetzt was bringen würde. Oder halt einfach Router neu starten und solche Sachen, halt das Übliche. STLGF5 oder Cage-Stern? Sonic, du hast den 32X da drauf noch vergessen. Aber es ist trotzdem schon ein sehr krankes Setting. Setup, so. Willst du mich verarschen, Spiel? Ach nee, 32X hat es ja geschrieben. Da hat es ja nur einen Tippfehler drin. Please game. Stop shit. Yay, weiter erwischt. Das war die Stelle, an der Duke von auch so eine Probleme hatte mit der Leiter. Das hat's mal wieder zu einem Boss geschafft. Oh nein, ich habe Invisible Truhen mit Münzen gefunden. Wow, das hat sich gelohnt. Aber ich glaube, du kriegst für eine bestimmte Punktzahl auch mal ein Leben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Stern? Was soll ich mit dem Stern? Ich hab doch einen Stern. Ich hab doch 4 Sterne. Was soll ich mir noch mit einem Stern? Worth. Ja, das war genau das, was ich wollte, nicht? Bam! Ach, okay, das wusste ich nicht. Das ist sehr interessant. Die Uhr geht immer Halbkreis. Außer ich stehe gerade nicht in einem Halbkreis, dann ist die Uhr like, fuck Physik.
Das ist ja ultra cool, nicht? Es stirbt. Mein Gott, schmeiß mir doch bitte noch mehr Bullshit vor die Füße. Du brauchst echt 5 Hits. Not today, ja. Wie viel Level hat das Ding? Geschafft. Na, wirst du sehen, ob jetzt noch was kommt. Ich keine Credits, von daher. Natürlich eine große Tür wetten. Oder nur eine, weil unten waren ja 3. Oh nein, Regenbogen! Das ist unrealistisch. Oh, der Continuous Screen. Vielleicht will ich da gar nicht reinspielen. Ja, was anderes bleibt ja nicht übrig. Shit. Okay, interessant. What the? Ja, da habe ich halt ganz, ganz oft sinnlos Schaden bekommen, weil das Spiel einfach scheiße ist. Da habe ich gerade das Item weggeschmissen, was ich gebraucht hätte. Nice! Bitte was? Game, das ist nicht dein Ernst, oder? Natürlich ist es dein Ernst. Sicherlich. Falls es dich irgendwie tröstet, Nilo, ich hab dieses Level früher auch gehasst. Mimix, you fucking what? Das ist halt unfair, ne? Oh ja. Mickey Mouse, please. Ein Pixel, bitte. Und wieder der Jump aus der Hölle, wo man... Alter, ich schwöre, dieser Jump. Spinne, denk gar nicht dran. Alter. Die Taste vergewaltigen. So klingt das halt, wenn man das Spiel spielt. Ach ja, hey. Du bist ja eine fucking Mimik und ich lass mich nicht nochmal von dir verarschen, also fuck you. Weil momentan mach ich doch echt hier Progress und so ein Scheiß. Ey, die komische Spielzeugwelt ist durch. Na, immerhin. Und hier bin ich, glaube ich, bisher auch noch nicht gestorben. Ich glaube, es ist das eingetreten, wovon du vor circa eine Stunde gesprochen hast, eingetreten. Ich habe mich an das Schwammige gewöhnt. Ah, okay. Siehst du, geht schnell, ne? Ja, total. Geht schnell. Ach, Alter, dieses Scheiß-Tun, ne? Das ist der größte Abfuck. Oh ja. Einfühlsam? Wieso was? Was weiß ich so nicht, hört die ist sich mechanisch. So hört sich also ein Regie an, oh ja. Kannst du die auch öfter mal hören.
Ja, jetzt hast du die Stelle ja mal gut geschafft, Neo. Mit dem. Nachdem ich jetzt 20 Mal gespielt habe, ist sie mir irgendwie vielleicht in Blut eingegangen. Oh Mann. Was bitteschön ist ein Bimbeltamp? Das ist ein Balbzamp. okay. Aber Nui, die wackeln doch. Ja, ich sehe das, die wackeln, aber... Whatever. Ich möchte ja nichts falsch interpretieren, aber diese Shiki, also Shoki wahrscheinlich, Tropfen, sehen aus wie Scheiße auf den ersten Blick. Ah. Was muss ich über den Typen machen? Ich verstehe cool, ich habe den Schlüssel ganz umsonst mitgenommen. Nice. Wo bist du, bei dem Shoki-Typi? Ja. Es ist so obvious, dass du es nicht siehst. Ich schätze, es hat irgendwas mit dieser komischen Dings zu tun, ja. Mit dem einen Stück, was dir liegen bleibt. Yep. Nein, 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 oh. Ich wusste genau, dass dir das passiert, Neo. Steht ja nicht dran. Fucking Tarp! Das ist wie Blackbladed all over again. Beloved. Was? Bitte fucking was? Oh, I see. Ja, wenn ich den Jump schaffe, ne? What? Metal Sonic, mal bitte keine Spoiler hier reinbringen. Das ist ein Race, auch wenn es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, wer hier gewinnen wird. Im Moment zumindest sieht es doch sehr nach einem Sieg für Neo aus. This level is fucking bullshit. Ja, super. Sehr gut gemacht. Bin stolz auf mich. Du hast gerade das Wort Fail neu erfunden. Hab ich? Ja, nein, nicht wirklich, aber sah schon sehr lustig aus. Ja, kein Problem, Metal Sonic. Nur so als Hinweis.